Markus ist gut drauf. Er hat schon ein Fischbrötchen gegessen. Matthias. Ich habe ein Matthias-Brötchen gegessen und sonst gar nichts. Das muss ja auch reichen. Das wird jetzt schwimmen heute Abend. Vor allen Dingen war das kein Matthias-Brötchen, das war, wie war das, ein Sherry? Sherry-Hering. Wenn ihr mal in Strande seid, esst ein Sherry-Hering. Hattet ihr keinen Matthias? Sherry-Sherry-Hering. War ich der Einzige, der Matthias hatte? Wir hatten Sherry-Matthias. Ach so, also doch, ja, okay. Matthias in Sherry reingeschwommen. Sehr schön. Lange ist es her, dass wir uns so getroffen haben, um über unseren FC St. Pauli zu sprechen oder zu sinnieren, wo die Reise hingeht. 8 Wochen, 6 Wochen, 7 Wochen? Wo die Reise herkommt und hingeht. 13 Sonnenbrände später. 13 Abgänge später. Wir haben, im Grunde genommen haben wir gar nichts zu besprechen. Es ist ein Lumpenkader. Alle kaputt nicht da. Der Lumpenkader geht am Samstag in sein erstes Heimspiel gegen den Club. Und wir befürchten Schlimmstes. Ja, Schulle sagt ja auch schon, der Club ist Aufstiegsfavorit mit ein, zwei anderen Vereinen sowie dem anderen Stadtteilverein und vielleicht noch irgendwie Hannover 96 und irgendwie da noch gesagt, das heißt, erwähnt. Das heißt, ein Punktgewinn wäre schon ein Erfolg für uns. Ich glaube tatsächlich, dass viele Tore fallen werden und ich weiß nicht, ob es für einen Punkt reicht, aber es wäre, glaube ich, schon schön, das ist einen Punkt zu kriegen. Das wäre wie Simon Geschke im Bergtrikot, das ist unser Ziel. Das ist ein Ziel, ja. So reif und so eloquent, wie er das macht, den Berg hochzufahren und das trotzdem zu behalten, obwohl er 20 Minuten später ankommt als alle anderen Fahrer, das ist schon nicht 30, so schlecht. 30. 30. 36. Er träumt von 20. 36 Minuten. 36 Minuten. Jahre alt. Das schlechteste Bergtrikot in Alpe d'Huez ever. Und das ist eine Leistung. Und der ist, sag ich mal, der Simon Geschke ist so alt wie wir, der ist 36. Und dann denke ich immer so, ja, Simon Geschke und Pogacar zusammen sind so alt wie ich. Also, das ist schon bitter, ne? Sehr lustig war, als du vorhin gesagt hast, der ist unser Alter. Okay, er ist 36, warte mal. Also, ihr merkt schon, wir sind im Tour de France-Fieber. Bestes Stürmeralter, 36. Bestes Stürmeralter, ne? Nachdem wir ja hier in den Räumen auch die Produktion der Jan Ulrich Dokumentation hatten. Stimmt, habe ich immer noch sehr gesehen. Gut, müsst ihr euch unbedingt anschauen. Und die den Wahnsinn vor 25 Jahren zeigt, ne? Ein Land im Gelbfieber, aber auch dann die Person und die den Aufstieg und den Abgang, den Niedergang von Jan Ulrich und das ganze System drumherum. Also ist sehenswert. Schaut euch das in der ARD-Mediathek gerne an. Und die Jungs von 1924 haben da eine super Sache produziert. Sehr gut. Jetzt aber Hefte raus, Klassenarbeit. Habt ihr eure Hausaufgaben gemacht? Habt ihr die? Aber selbstverständlich. Habt ihr ein Zitat mitgebracht? Nein, wir wollen wissen, ob du dir an deine Hausaufgaben gemacht hast mit den 90ern. Kennst du alle Vor- und Nachnamen und Geburtsdaten? Das war deine Aufgabe. Ich habe das Heft dabei. Ich kann nachluschern. Du kannst gar nicht nachluschern, weil ich habe mir das Heft gekrallt und der Einzige, der das jetzt weiß, bin ich. Der Einzige, der lesen kann. Okay, ja. Dann machen wir das heute so, dass man Markus lesen kann. Der ist unser Libero. Wobei, das stimmt gar nicht. Wir haben heute den neuen Zugang aus St. Gallen bekommen, einen neuen Innenverteidiger. Ist er denn wirklich schon, hat er unterschrieben oder ist er noch auf der Ziellinie? Kann mal jemand gerade googeln oder schauen, was das ist? Ich habe heute Mittag geguckt und da war es nur sehr verdichtend, aber noch nicht final, glaube ich. Ja gut, okay, dann warten wir noch ab, ob es da noch einen Innenverteidiger gibt bis zum Samstag. Ich würde sagen, da klassische Tatsache, dass Adam Schwiegerla Zwiegi. Zwiegi, wir müssen den neuen vor allem erstmal Spitznamen geben. Ja, habe ich schon. Aber ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Erstmal gehen Genesungswünsche raus an Vasil. An Vasil, der heute operiert worden. Ganz, ganz lange das Rennen um das Tor des FC St. Pauli echt spannend gemacht hat. Wir haben ja einen neuen Torwarttrainer, wie wir alle wissen. Also dein Kunde und mein
Schreibtisch-Idol Matze Hein ist ja nicht mehr da. Nee, jetzt haben wir einen dänischen, ich weiß den Namen gerade nicht. Nee, das ist Deutscher, der war in Dänemark lange. Ja, meine ich ja. Dänischer, also. Also, ja. Und du meinst, da gab es einen Zwischenfall mit dem Finger. Und ich sage euch Folgendes, dass wir werden Fußball sehen, wie hieß der HSV-Trainer noch, der immer den spielenden Torwart haben wollte? Boah, das war einer. Ernst Happel. Ja, Ernst Happel, genau. Der, wo der Torwart glaub, immer schon an der Mittellinie stand. Ja, ich glaube, das werden wir jetzt auch sehen. Dieser Stuttgarter war das mit, wie hieß der Zinnmeister? Ne, wie hieß der? Der ist auch egal. Joe Zinnbauer. Ja, war das der? Aber müssen wir uns jetzt über den HSV wieder auslassen? Nein, ich will euch nur sagen, was wir auch schon gegen Nürnberg sehen werden. Wir werden sehen, dass wir zwei hochspielende Außenverteidiger haben und einen Libero spielenden Torwart. Nein, wir werden eine Smashbombe. Smashbombe der Libero. Das ist ein neues Stück im WDR. Dann spielen wir ja mit 13 Spielern. Ohne dem Jungen, dem man das Lachen geklaut hat. Ich spiele mit 13 Spielern ohne das Torwart. Das könnte durchaus unser Trainer sein nach den ersten 10 Spielen, der Junge, dem man das Lachen geklaut hat. Oh, der Ostfriese mit der klaren Handschrift. Das kann wirklich sein. Also ihr seid wirklich auch der Meinung, dass es dass in alle möglichen Richtungen das gehen kann mit dem Ergebnis? Also wollen wir jetzt mal aufhängen, Saisontipp, damit fangen wir an. Am Anfang schon? Ja, natürlich. Ja, natürlich, einmal raus. Wir brechen mit allen Traditionen. Nee, darauf. Nee, wieso haben wir nicht immer vor der Saison irgendwie... Ja, natürlich, aber immer ganz am Schluss, weil wir nicht schon ins Bett gehen wollen. Dann gehen wir jetzt ins Bett. Nein, die Leute warten doch nur darauf. Sie haben doch nur eingeschaltet, weil sie den Saisontipp hören wollen. Okay, dann machen wir aber zwei Saisontipps. Einmal kurz vor Weihnachten, also vor dieser... ich habe einen bösen Tweet gelesen. Also nicht über Katar sprechen jetzt. Das ist so schlimm. Ja, okay, dann machen wir einen extra Podcast über Katar. Ja. Also kurz vor dem Katar, dem Darm-Katar, den wir alle haben werden, und zum Ende der Saison. Also Ende Hinrunde und Ende Rückrunde. Wollen wir das machen? Das heißt, wir machen jetzt einen Tipp, wo wir in der Winterpause stehen, oder was soll das? Ja, das wollte ich sagen. Ach, dann sag das doch. Dann sag doch mal. Das ist ja ganz klar. Wir werden da tatsächlich guter 13. sein. Ich tippe mal auf Platz 14. Relegation ist 16, ne? 16. Ja, 16 ist mein. Also 13, Tim. 14, 16. Da haben wir sehr, sehr pessimistisch. Und ich habe schon gedacht, ich bin negativ rangegangen. Wie seid ihr denn drauf, Jungs? Entschuldige mal. Ich mache jetzt mal die St. Pauli Pop Playlist auf sage The Smile, damit wir endlich mal wieder ein bisschen ein Lächeln auf unsere Gesichter kriegen. Das ist kein Lächeln, aber guck dir doch mal einfach. Ich habe hier gerade die Abgängeliste. Wir haben so viel Erfahrung abgegeben. Olson, Mackinock, Lawrence, Buchtmann, Benatelli. Alle wieder kaufen jetzt, komm. Mackinock, holen wir uns. Der macht zwei Tore gegen Nürnberg. Zierreis, dann natürlich Chiré, Dittgen, Burgstaller, Becker. Ich meine, aus den Jungs hättest du letztes Nationalmannschaft. Jahr eine Mannschaft aufstellen können. Und dann gucke ich mir die Zugänge an und da haben wir hier gerade hier im Kicker. Aber bitte nur mit den Rufnamen, also die wir neu vergeben. Ja, kannst du gleich haben. Buki. Bubu. Jojo. Jojo. Jesse. Metti. Nemi, Matti, Otti und Sally. Otti finde ich schön, aber wer ist Matt Eagle? Wer ist Matti? Wer ist Matti? Ach, der Australier. Okay. Metcalf, Matti. Und der Einzige, der von denen, glaube ich, in der Mannschaft in Aufstellung steht, wenn ich die richtigen Kicker gesehen habe, unser Rechtsverteidiger, ist der Sally. Sasa. Der Sasa. Sasa. Tzatziki. Tzatziki, der Tzatziki. ist so rausgerutscht. St. Pauli, Tzatziki und die CDU. Ist das nicht? Nein, das ja, ist aber ohne jetzt, die CDU ist ja fast schon hier xenophob, Tzatziki. Hallo Leute. Griechophob. Griechophob Nein, der heißt natürlich. Wir lieben Tzatziki. Ja, genau. Negatives dran. Der Sali von Pass Jonanina. Jetzt haben alle abgeschaltet. Nein, aber. Wer? Aber nee, unterstrich, wir haben ganz, ganz viel Erfahrung abgegeben, auch wenn die Spieler manchmal auch verletzt waren, auch wenn sie eh nicht immer gut waren, auch wenn sie den Aufstieg versiebt haben. Aber das ist ein richtiger Aderlass und das, was wir jetzt neu dabei haben, ist Jugend forscht oder sehr viele Versprechen. Überraschungstüte.
Und deswegen kommen wir auf unseren Tipp 13, 14, 16. Da 13, 14, 16 zum ersten, zum zweiten, zum dritten, zur Hinrunde. Zur Hinrunde. Ende, und Hinrunde. Unter dem Weihnachtsbaum. Sag mal, heißt das eigentlich unterm Strich, dass Bohnekamp an der Kasse alle Überraschungstüten für sich geholt hat? Ja, also, alle. Also ich meine, es ist ja auch klar, Neuzugänge, aber alle das gleiche Beuteschema. Hochtalentiert, hochveranlagt und strauchelt in den letzten Jahren. Und auf mehreren Positionen einsetzbar. Multi einsetzbar, hinter der Kasse, vor der Kasse. Also wir sind das Schweizer Offiziersmesser der zweiten Bundesliga. Sagen wir mal positiv. Guck mal, wir haben ja auch viele Verletzte jetzt und Gesperrte jetzt zu Saisonbeginn, aber guck mal, wir haben im Tor die Smash-Bombe, Vasili, okay, das ist jetzt. Wer ist an sich der dritte Keeper, wenn der jetzt irgendwie. Der dritte Keeper, das ist der berühmte Nachwuchs-Torwart Sören Ahlers. Sören Ahlers, okay. Ja. Von der U23. Also, ja, nee, der kommt sogar von Schalke und dann U23, der kommt von Schalke. Vorher war Schalke und dann so, wahrscheinlich dann U23. Dir werde ich nochmal einen Kicker-Sonderheft geben. Du bist sowieso immer schon so ein Schlauberger und jetzt hast du Statistiken vor dir liegen, die du ja, nur ablesen musst. Ja, wisst ihr eigentlich, dass Sören Ahlers in seiner Karriere angefangen hat bei Eintracht Rheine, dann war er bei Rot-Weiß Essen, dann Wuppertal, FC Bocholt, Aufsteiger in die Regionalliga, die haben sehr viele gute Leute, der wird Fortuna Köln schwer haben, dann der FC Schalke 04 und jetzt ist er bei uns, der Sören Ahlers. 1,94 groß, aber 1 Zentimeter kleiner als die Smash-Bombe. Oh, aus der knappen Schmiede. Außerdem sollen da ja ganz gute Torhüter gebacken werden. Ja, aus der knappen Schmiede, genau. Der neue Neuner. Neuer, na, genau. Also Neuner ist ein guter Stichwort. Kommt noch ein neuer Neuner? Kommt noch was dazu? Brauchen wir noch neue Spitznamen? Also ich glaube nicht, dass wir am Ende der Einkaufstüte sind. Wenn ich mal Angriff ansehe, wir haben Etienne ist verletzt wieder, ne? Ja, Amenido verletzt. Aber ich denke mir, Otto finde ich gut und Jojo, das ist die Frage, was Jojo. Jojo heißt. Eggestein, ne? Ja. Ah, jetzt weiß ich, gut, ob er Jojo aber, ist. Aber ich würde mal sagen, mein großer Tipp diese Saison, der Igor Mantanovic, der wird ganz groß herauskommen. Ich würde mal sagen, 15 Tore. Der spielt jetzt schon um seinen Stammplatz beim Frankfurt. Ja. Also ich glaube, der Mantanovic, der zieht dieses Jahr von seinem Durchbruch. Okay, das heißt, wenn 15 Tore von ihm kommen, dann wird das nichts mit unserer Aussage. Nee, aber man kann ja auch, du kannst ja auch sozusagen ein Kästchen nur mit Zahlen von 1 bis 10 und das zweite Kästchen der Zahlen von 20 bis 30 nehmen. Wir haben aber eine Jugendfurchtabwehr. Also ich meine, ihr habt das ja gegen Schalke gesehen, Medic und Beifuß. Beifuß jetzt gesperrt. Nemeth, der Neue aus Mainz, ist jetzt gesperrt. Der ist ja auch erst Jahrgang 2001. Nee, der ist verletzt. Ausverletzt, ja, aber jetzt Jahrgang 2001. Und, Beifuß ist gesperrt. Ja, sag ich, Beifuß ist gesperrt, hast du gesagt. Und Nemeth, kannst du nachher nochmal nachhören. Ich habe gesagt, Nemeth ist Beifuß gesperrt. Nemeth ist verletzt und jetzt haben wir den Neuen, den wir da kriegen aus St. Gallen. Ich glaube, das ist der Kosovare. Mit ganz viel Entwicklungspotenzial. Aber auch schon so halb verletzt, den wir ihn holen. Also, wie alles. Kann auch Sechs und Außen spielen. Aber der, der soll uns angeblich 800.000 Euro Ablöse kosten plus Boni. Ja, richtig teuer. Da muss schon was richtig bringen. Richtig teuer, ja. Den wollen sie auch eine Million. Haben. Aber das unbedingt ist doch haben. Das Geschäft, oder? Also ich weiß noch, meine erste Million habe ich gemacht auf dem CDU-Flohmarkt in den Städten. Da habe ich billig was eingekauft und gefeilt und habe es dann teuer wieder verkauft. So macht das Oke und Bohnekamp doch jetzt. Eine Autogrammkarte von Markus Weinberg. Nee, eine Autogrammkarte von Pelé habe ich da ersteigert. Ach so. Und die habe ich dann für unfassbar viel Geld verkauft. Nicht vom FC Bundestag. Mit dem Black Album zusammen von Prinz. Das Black Album von Princess habe ich nicht auf dem CDU-Flohmarkt in den Städten erworben, sondern das habe ich über dunkle Kanäle. Aber mal ganz, so, ganz mal so gesehen, für einen Angriff, wenn Mantanovic sticht, dann sieht das ja gar nicht so schlecht aus, wenn Daschner jetzt endlich mal im dritten Jahr nicht verletzt ist. Noch ein Neuzugang, der die ganze Zeit schon bei uns rumhing. Genau. Lukas Daschner, schön, dass du da bist. Da ist das Mittelfeld mit Hartl und Irvine und Smith. Gar nicht so schlecht, vorausgesetzt Smith bzw. Backup Aremu. Wer ist eigentlich jetzt Kapitän? Kapitän. Oder und Smith, seine Stellvertreterin. Ja, Packer bleibt. Wir haben ja alle gesagt, Packer geht. Packer ist noch da. Das ist schön, freuen wir uns auch. Also aber das Transferfenster schließt Anfang September. Ja, aber die Abwehr ist halt echt eine Überraschungsbombe. Packer, Medic, Nemeth, Saliakas, Vasili, Smash-Bombe, das ist schon Überraschung. Das wird eine harte Nummer werden. Ne? Was sagt denn der Kicker? Wo landen wir denn? Der Kicker, der sagt gegen den Knick. Aber okay. Bedenkt mal, die Rückrunde sind wir, glaube ich, eh auf Platz 12, 13, 14 haben wir abgeschlossen.
Und das ist da, wo wir gerade stehen werden. Also das ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt von Platz 1 oder von Platz 5 kommen. Wir kommen ja eigentlich von Platz 12, 13, 14 in der Rückrunde. Also das ist in der Tat, dass man die Ansprüche einfach mal runterschrauben sollte. Und wir sollten froh sein, wenn wir jetzt mit dem uns etablieren können, nicht mit dem Abstieg zu tun haben. Ja, und das Spielprogramm, was wir haben werden, ich sehe das hier gerade gar nicht, weil die haben wir hier keine Spiele-Dinger. Ich würde tatsächlich meinen Tipp zur Ende der Hinrunde nochmal einkassieren wollen. Ich will das nicht. Das ist gut. Du willst also, das nicht. Wenn wir jetzt, ich will nicht auf dem Relegationsabstiegsplatz stehen. Du sagst dann 16, dann auch, 16, dann sagst du 15. Will das auch nicht, also der Kollege sagte, wir müssen mutig sein. Und das ist schon mal sehr mutig, was der Herr Bohnenkamp da macht. Weil er Jugendforsch kauft und keine Erfahrung oder genau, was? Genau. Und weil er entgegen meinem väterlichen Rat, obwohl er ganz weiße Haare hat und ich noch nicht, hat er Mackinock noch nicht ersetzen können adäquat. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich ihm auch irgendwie so ein bisschen vorwerfen kann, dass er da irgendwie seinen Plan noch nicht so richtig aufgegangen ist. Aber ich würde meinen Tipp erneuern. Er ist noch auf dem Markt. Wenn wir jetzt 12. 13. der letzten Rückrunde waren, dann würde ich uns verbessern sogar auf Platz 11. Also, dann halten wir fest, 11, 13, 14. Also ich, letztes Jahr richtig lag mit meinem positiven Tipp, mache jetzt den schlechtesten Tipp. Bin gespannt. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Was ist denn dein Saisonabschluss? Willst du darüber sprechen? Nein, auch nochmal einen Tipp abgeben. Ach so, ja, ich dachte, das machen wir im Winter, oder? Nee, das machen wir jetzt machen auch wir das. Jetzt. Ja, damit wir hier accountable gehalten werden. Also ich glaube, wir haben uns, ich mal fangen wir an, als schlechtester 14. Ich glaube, wir haben uns dann so ein bisschen eingespielt und am Ende der Saison kommen wir so auf Platz 11. 9. 7. Also 11, 9. Ihr könnt das alle aufschreiben. Und gegen uns verwenden. Dann, wenn wir in 2 Wochen sagen, wieso, wir haben doch gesagt, dass wir Meister werden, dann könnt ihr sagen, nee, ihr Blödmannsgehilfen habt das eben nicht gesagt. Ja. Erik hat gesagt, wir werden 7. Meister. Auf dem 7. Platz Meister werden. Genau, wir werden Rückrundenmeister, weil bis Katar sind wir Letzter und nach Katar Phoenix aus der Katar-Asche. Ich weiß gar nicht, bis Katar, welcher Spieltag, ich blicke hier auch nicht mehr durch. Welchen Spieltag kann man denn dann bis Katar? Ich glaube, eine Hinrunde durch. Ist das denn, nee, meinst du so viel? Willi, guck doch mal in dieses Kicker-Sonderheft. Ich kann nur noch Internet. Das ist mir zu analog, das Kicker-Sonderheft. Ich habe gar keine Anfrage. Ich blicke das überhaupt nicht durch, wo da die Spiele sind. Vorne. Aber ihr seht schon. Hier vorne. Ganz trocken. Aber ganz vorne. Wenn wir das schon haben, das gerät ich direkt mal rein. Ihr habt ja mitbekommen, dass diese Woche haben wir ja einen professionellen Präsidenten. Und in dem Zusammenhang gab es dann ja auch Stimmen dann für und wider. Oder die sagten grundsätzlich okay, aber alles ein bisschen intransparent gelaufen oder alles hin oder her. Und dann gab es auch Stimmen, die gesagt haben, ja, jetzt muss er liefern, der Oke. Weil er ist jetzt nicht mehr ehrenamtlich, sondern er macht das jetzt ja professionell. Und das könnten ja auch andere Professionelle machen, wie du, Erik. Und wie siehst du das denn? Na, die Leute, die sowas sagen, die kaufen auch Bild-Zeitung, ne? Und haben damals dem Florida-Rolf irgendwie Beine abgewünscht oder die Krätze oder sowas. Warum soll die Tatsache, dass wir einen hauptamtlichen Präsidenten haben, an den Erwartungen dann die Erwartung verändern? Also höchstens, dass er mehr Zeit für uns hat. Das ist ja schon mal was. Aber wieso, was sollte er denn dann noch mehr liefern als das, was er sowieso schon macht? Beziehungsweise, ich frage mich ja gerade, fällt mir gerade auf, er ist ja gar nicht hauptamtlich, er ist ja praktisch bezahlt, aber es steht jetzt nicht da drin, wie viele Stunden er dann für uns arbeitet. Doch, 40. 40. Ein Fulltime-Job. Und seine anderen Aktivitäten legt er nieder? Ja. Glaube ich nicht. Das weiß ich doch. Das ist auch seine Privatsache. Du bist ja auch irgendwie neben deinem. Du bist auch ein Mann des Glaubens. Du bist doch auch nebenbei. Ich lebe nur für den St. Pauli Podcast. Ja, siehst du, du bist hier ehrenamtlich tätig. Ich bin ja hauptamtlich tätig. Du bist hauptamtlich ehrenamtlich tätig. Das Problem ist, dass du mich nicht bezahlst. Und wenn du mich mal bezahlen würdest, dann würde dieser
Podcast wesentlich erfolgreicher sein. Ja, dann müsstest du aber auch liefern. Abliefern. Das probieren wir mal ein halbes Jahr aus, okay? Selbstverständlich. Du kriegst 19,10 Euro im Jahr. Das ist doch unglaublich. Also wenn ihr euch mal verbessern wollt, geht nicht zum St. Pauli Podcast. Da werden eure Lebensträume nicht wahr. Aber der die Technik bezahlt und der bringt auch immer das Bier mit meistens. Ja, der ist sein, ja, 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 ja. Soll ich eigentlich hier mal die Stecktabelle aufstellen für dich? Ja, ja, mach mal. Wir grüßen 1924 übrigens als Sponsor des Glücksbier heute. Schöne Grüße an Mauro. Nächste Frage, aber damit können wir jetzt das Thema Präsidentschaft ja eigentlich abhaken. St. Pauli ist einen Schritt in die Zukunft gegangen und professionalisiert sich ja weiter. Ich halte das für überfällig, ehrlich gesagt. Andere Frage, gibt es eigentlich bei St. Pauli noch eine Opposition? Oder ist jetzt das alles Lex Oke, Aufsichtsrat, Pro Oke? Gab sie jemals? Ja, am Anfang schon noch, aber jetzt gerade gibt es überhaupt noch? Naja, der Aufsichtsrat ist ja alles auch, das war ja das Fanpräsidium. Der Aufsichtsrat ist ja eigentlich auch zu zwei Drittel aus dem Fanpräsidienkreisen besetzt. Na, es gibt keine laute Opposition, ne? Also keine, die man wahrnimmt. Also keine, die einen guten Draht zur Mopo hat oder keine, die einen guten Draht zur Mopo hat und den im Moment nicht bespielt, weil es einfach kein Thema gibt. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich meinen Tipp geändert habe, weil es wäre natürlich zur Jahreshauptversammlung, zur Mitgliederversammlung extrem fatal für den jetzt gerade hauptamtlich gekürten Oke im Sinne von in Klammern auf, jetzt liefer mal mein Freund, Klammer zu, wenn wir denn dann auch noch irgendwie so abkacken würden, dass wir sportlich, ja, dass wir auf dem... Du siehst, für Oke wird das Thema werden. Das ist das Thema mutig sein. Also das ist tatsächlich ja mit ganz schön viel Risiko verbunden, was wir da gerade machen. Trotzdem halte ich das für den richtigen Schritt. Und wer so ein bisschen im Verein unterwegs ist, der weiß ja auch, dass das seit Jahren vorbereitet wird. Da ist ja auch, das ist ja auch nicht so, das hat auch niemand geschrieben, dass das irgendwie so Hauptamt aus dem Hut gezaubert wurde, sondern das ist ja relativ transparent gemacht worden. Das, worüber sich die anderen Podcasts und Blogs so ein bisschen aufregen, ist, dass das 10 Monate nach Aussagen passiert, die wohl ein bisschen anders verstanden worden sind. Ich sehe da ehrlich gesagt überhaupt gar kein Problem. Ich sehe noch nicht mal Aufregungspotenzial. Ich sehe da eine ganz normale Professionalisierung. Und ob man das jetzt über die Entsendung als besondere Mitglieder mit einer höheren Aufwandsentschädigung macht oder ob man Oke als Präsidenten anstellt, wie die das jetzt machen. Wahrscheinlich hat das irgendwelche steuerlichen und haftungsrechtlichen Gründe. Da würde ich mich aber als Mitglied auch mal über mehr Informationen freuen, ehrlich gesagt. Also das denke ich schon. Also Willi zählt ja nicht, der ist ja kein Mitglied, aber ich als Mitglied, auch als zahlendes Mitglied, möchte da gerne weitere Informationen. Du würdest auch gerne wissen, wie viel er verdient, ne? Ja, selbstverständlich. Ich auch übrigens. Ja, weil, würde mich sehr interessieren. Das ist eine Frage der Transparenz und auch der Demokratie. Und dann lass doch mal überlegen, wie viel würden wir denn, weil wir es ja nicht wissen, wir müssen ja spekulieren und dieses Jahr der Spekulatius-Podcast, der schon im Juli die Spekulatius in den Auslagen hat, nicht nur erst ab September wie die anderen. Wir haben auch den Bohnenkamp vorne an der Kasse links und deswegen würde ich gerne von dir wissen, wie viel würdest du denn einem hauptamtlichen Präsidenten bezahlen? Na, wir haben 19 Euro. Wie viele Mitglieder haben wir? 20.000? Ja, so bummelig, ne? 23, glaube ich. Oder sogar mehr? Was sagt der Kicker denn dazu? Mitgliederzahl St. Pauli, haben die sowas drin stehen? Der springt auf Google, auf Voice springt ja nicht an, muss blättern. Ja, dann blätter doch mal. Das ist, guck mal. Aber nehmen wir mal an, wir hätten sogar 30.000. Wir hatten ja, glaube ich, ganz großen Zuwachs in den letzten Jahren. Und 1 Euro im Monat sind 12 Euro. Ja, ich würde mal sagen, 1 Euro für Oke im Monat sind wir bei 360.000 Euro im Jahr. Das wird zu bezahlen für 360.000, das finde ich auch. Zu was in der Größe. Angemessen. Ich würde sogar. Vereinsmitglieder, 30.400. Ja, 30.000, ich bin gut, ne? Und 1 Euro für Oke, das ist die Aktion. Also, wenn Oke mehr. 360.000 Euro im Jahr. Sollte Oke mehr als 360.000 Euro verdienen, dann würde ich sagen, liefern.
Und sollte er darunter verdienen, würde ich sagen, super, der Rest geht an die Caritas oder an den an die Arbeiter, an den Samariterbund, ABS. Nee, wer ist eigentlich ABS? Ach so, du würdest ASM. Eine erfolgsabhängige Bezahlung machen. Ja, das wäre auch eine gute Sache. Das stimmt, er kriegt einen Sockel, das würde ich glaube ich machen, er kriegt einen Sockelbetrag, dass er gerade sich noch Brötchen holen kann in der Waldstraße und von 200.000 Euro und kriegt dann einen Bonus von nochmal 200.000 Euro beim Aufstieg und beim Klassenerhalt 100.000. Aber Waldstraße, Sockelbetrag ist hoch. Ja, deswegen auch 200.000 Euro Sockelbetrag. Ja, genau. Ja, das finde ich, glaube ich, gut. Eine Nicht-Abstiegsprämie. Wer ist der Spieler mit den meisten aktuellen Toren? Also Torschützenkönig, der Rekordspieler sozusagen aus dem aktuellen Kader? Beim FC St. Pauli? Ja. Medic. Der die meisten Tore hat oder die meisten Spiele? Tore. Wer die meisten Tore hat, ich sag Medic. Aus dem Kader, du hast reingeluschert. Nee. Oder Paccarala. Also du meinst bei St. Pauli erzielt oder? Ja. Also für St. Pauli nur. Ja. Alter Schwede, das ist ja schon hart, ne? Konnte nicht drauf. Franz Gerber ist nicht dabei, ne? Franz Gerber ist natürlich, aber wir reden ja nicht von den ersten 10 seit 1900, sondern von der aktuellen Guido Burgstadt auch nicht mal da, Chiré ist nicht da. Konnte nicht drauf. Hartl. Soll ich sagen? Zander. Ja. Vier. Ja, deswegen, Zander ist die Allzweckwaffe, der macht jetzt auch Innenverteidiger am Samstag. Paccarala übrigens 3. Oh, ich war aber nah dran, ne? Ja, aber Zander wird Kapitän sein, denke ich mal. Spielen. Zander war das letzte Mal Kapitän sogar. Aber oder Paccarada. Mal schauen, Paccarada wird es machen, oder? Ja, nee, Mannschaftsrat. Genau, Schulle wollte ihn ja bestimmen, persönlich. Er wollte sagen, du bist es. Und ich weiß noch nicht, wer es war, wer es wird. Aber er müsste sich wahrscheinlich vor Samstag 15 Uhr entscheiden dafür, ne? Würde ich auch sagen. Ja. Muss halt die Kapitänswinde. Ich freue mich irgendwie schon. Das wird ganz entspannt, wenn wir da in der Nord. Komischerweise dafür, dass es. Also, wir nehmen. Heute ist Donnerstag. Heute ist Donnerstag. Donnerstagabend, wir nehmen auf. Zwei Tage bevor. Oder eigentlich startet ihr ja morgen schon mit Kaiserslautern gegen. Wen spielen die? Gegen irgendwen. Keine Ahnung. 20:30 und dann schon Samstagabendspiel. Und ich habe noch überhaupt keinen. Ich spüre noch überhaupt keine Vibration sozusagen in meinem Körper. Das kein ist Fieber, ne? Kein Fieber. Fieber? Fieber in der U-Bahn. In the morning. Fieber? Fieber am Millerntor. Fieber am Millerntor wäre natürlich nicht so schön. Sind denn alle gesund? Ja. Außer die krank sind. Außer die verletzt sind. Ja. Ja. Ja, Gott sei Dank noch keine Corona-Epidemie bei FC St. Pauli. Also, lass doch mal von hinten nach vorne. Also, wir werden einen spielenden Torwart sehen durch den neuen Torwarttrainer, der ja auch schon gesagt hat, ja, die sind schon, war ja so geil, wenn das stimmt, ich glaube, ich habe es in der Mopo gelesen, das weiß man ja immer nicht so genau, ob das stimmt, aber lustig war es auf jeden Fall, dass der neue Torwarttrainer gesagt hat, ja, ich bin ja zwar erst seit 6 Wochen da, aber die sind schon voll viel besser geworden. Ich mein, ohne, dass er gefragt wurde, hat er wahrscheinlich gesagt. Genau so, ja, die haben sich schon total toll verbessert, seitdem ich da bin. Mein Engagement hat sich bereits ausgezahlt. Also, der muss echt ein Selbstbewusstsein haben, dass... Naja, der Kicker sagt tatsächlich, dass Vassili trotzdem der Stammkeeper ist, ne? Ja, aber ist nicht so. Ist jetzt der fällt 2 Monate aus, natürlich ist er nicht der Stammkeeper. Naja, jetzt natürlich nicht, ja. Mit dem Abendfinger geht es ja nicht. Ne? Ja, und die Smash-Bombe war ja immer toll und klasse, aber sie hat immer dann 1-2 böse Schnitzer gehabt. Ich kann mich noch an dieses orientierungslose Herumirren im Strafraum erinnern gegen Union. Ihr erinnert euch auch? Ja, das Pokalspiel, ne? Das war, wo man gefragt hat, was macht er da? Was macht er da? Der ist auch so im Kreis gelaufen, weil den Ball nicht mehr gesehen hat. Stichwort Pokalspiel. Macht denn unser Schalke-Talent, was wir von Schalke haben, macht er dann die Pokalspiele? So wie Smarsch, ja, Dennis? Fragen über Fragen. Wir wissen es nicht. Treten wir gar nicht an den Pokal? Wir sind ausgelost worden gegen... Doch, ein Pokalspiel kriegen wir immer. Ja, das haben wir, das ist klar. Da müssen wir durch. Wir spielen in? Auswärts bei Bayreuth, nee, bei... Irgend so einen komischen. Obwohl, das wird schon hart, das zu verlieren, ne? Das ist, glaube ich, irgendwie. Nichts gegen das Bayern. Das Altona 93 von Oberbayern. Ja, das ist, glaube ich, vierte Liga gewesen, meine ich, oder? Ich recherchiere mal. Blätter noch mal ein bisschen. Nee, also Strahlen. Strahlen war das, Niederrhein. Ich bin irgendwo am Niederrhein. SV Strählen oder Strahlen. Wie spricht man das denn aus? Strahlen? A-E-S-T-R-A-E-L-E-N? Ich weiß es nicht.
Strahlen. Aus der harten Westliga, wo Fortuna Köln spielt, also Fortuna Köln muss auch noch gegen Strahlen oder Strählen spielen. Das ist eine harte Nummer, wird das werden. Und wir können froh sein, dass wir nicht gegen Kahn Maria Born spielen. Nee, Quatsch, gegen Düren 99. Aber Düren 99 spielt nämlich jetzt demnächst der Marcel Heller, ne? SV Strahlen. Da sag ich doch Strahlen. Ja, das wird ein hartes Los werden, weil für einen. Diesen Monat sogar noch, ne? Ja, 30. Juli. Samstag, 30. Juli spielen wir da. Ja. Wollen wir da hinfahren? Was Wo willst du am Niederrhein? Bist du bescheuert? Das ist viel zu weit weg. Ist das so weit weg? Ich weiß nicht, du hast jetzt einen Saab. Ja, den schwedischen Bombe. Ja, aber die schwedische Bombe, die kommt nicht tief genug. Das ist ja, da musst du immer nach Duisburg und irgendwie nach Düsseldorf Niederrhein und dann verlierst du dich da. Ich fahre auch. Kein Ding. Fahr mal auswärts, Digga. Nee, da fahren wir nicht. Da fahren wir nicht nach Dachstrahlen. Okay. Das ist mir zu weit in Holland. Also wir sind Deal, zweite Runde dann. Wir sind auch schon wieder einer Meinung, ne? Also das. Unser Achillesferse ist im Moment die Innenverteidigung. Ja, deswegen hat ja auch dann Bornemann jetzt wohl heute nachgelegt, mit dem Innenverteidiger aus St. Gallen potenziell, um da aktiv zu werden. Ich glaube, das Problem wird weiterhin sein, dass wir viele Gegentore kriegen und nicht so viele schießen wie in der letzten Saison. Ja, wie in der Rückrunde halt. Ja, wie in der Rückrunde halt. Das heißt, die Hinrunde wird wie die Rückrunde. Ich glaube ja, es gibt einen wesentlichen Unterschied. Ja, Burgstaller und Chiré sind weg. Ja, gut, außerdem Unterschied. Ich glaube, wir werden einen sehr, also so hoffe ich mir das zumindest, einen bärenstarken Eric Smith sehen. Das würde ich sehr gut finden. Der wird alles wegstauben. Ich würde sowieso gut finden, wenn wir bärenstarke Einzelspieler sehen, die zusammen ein bärenstarkes Team ergeben. Oh, ein Bärenteam. Das wäre schön. Oh, Bärenbrüder. Die lustigen Bärenbrüder aus St. Pauli. Das finde ich schön. Die lustigen Bärenbrüder vom Kiez. So, dann haben wir Lea Paccarada auf der linken Seite. Auf der rechten Seite haben wir den neuen Tzatziki. Genau, ach ja, genau. Bukalfa. Bukalfa ist nicht. Bubu spielt auf der 8. Ja, der muss sich schlagen mit Hartl eigentlich. Ach ja, genau. Ja, keine Chance. Hartl ist unser Star. Daschner ist unser Star. Daschner wird unser Star. Da muss er fein unterscheiden. Ach, er wird. Das eine ist Gegenwart und das andere ist Future. Future ist Hartl. Ich würde mal sagen, 4/5 der Mannschaft wird der Star. Nobody Future, is more Hartl. Future, Gegenwart ist Hartl. Daschner meine ich. Und 1/5 wird nie ein Star und 4/5 wird ein Star und keiner ist ein Star. Also von daher alles. Ich glaube ja, die schlagen alle ein. Wir werden gegen Nürnberg alleine drei Tore von Jojo Eggestein sehen. Ich glaube, gerade Jojo Eggestein ist total überbewertet. Ach, gar nicht wahr. Das ist quasi der neue. Das wird die Überraschungsbombe. Das ist der neue Ulf Kirsten. Nein, das kommt daher, weil man immer meint, Werder Bremen ist geil. Das ist diese alte Werder Bremen-Krankheit bei St. Pauli. Denkt mal, Werder Bremen ist ein geiler Verein. Du hast ja gehört hier, ne? Ich bin doch, unser Rekordtorschütze Zander ist auch Werder Bremen. Ja, ich bin doch hier gelistet worden von den Bremen-Fans hier im Podcast. Ja. Jetzt lege ich wieder gegen Rent vor, gegen heißt das Rent? Werder Bremen, ich bin total überbewertet. Und jetzt kriegen wir Jojo Eggestein, der schon bei Bremen nicht gepackt hat, der dann ausgeliehen wurde und dann haben sie das wieder nicht geschafft. Und haben wir ihn in Antwerpen mal nicht geschafft, haben wir ihn bei das Bremen ewige nicht gepackt. Talent. Der weiß ja, dass ich. Die Bremer müssen mal von ihrem. Haben da den gleichen Lauf wie der HSV hingelegt gefühlt. Dass sie irgendwie ganz komische Saison abgeliefert haben, eigentlich auch wieder Relegation gespielt, irgendwas, also jetzt aufgestiegen, also es ist alles Chaos in den letzten Jahren passiert, ob da jetzt ein Spieler, der tatsächlich vielleicht gutes Potenzial hatte, da wurde mit Händen und Füßen wurde da gekämpft, um irgendwelche großen Namen zu kriegen, das ist alles auf Kosten der eigenen Mannschaft gegangen, der eigenen Jugendarbeit. Jojo Eggestein war in einem Kader, der europäisch spielen wollte. Ja, also Vorsicht. Also der hat alle U-Nationalmannschaften mitgemacht und ist Europameister geworden mit der U20. Das heißt, sie haben einen Europameister in unseren Reihen. Ja, ich glaube ja. Ich meine, das macht mir Sorgen. Also wie gesagt, Jojo Eggestein, ich lasse mich gern vom Gegenteil überraschen, aber er ist... Das habe ich dir doch gerade vorher gesagt. Was denn? Das ist genau passiert, dass du sofort überrascht wirst, jetzt am Samstag ja, schon. Ja, ich lasse mich gerne überraschen, aber ich würde sagen, das ist echt eine Überraschungsbombe. Und jetzt kommt mal ein Zitat, das ich euch mitgebracht habe, von Ewald Lien aus der Saison 2016, 2017. Oh. Hat er gesagt, das erste Spiel ist ein ganz besonderes.
Genauso wie alle anderen, die dann folgen in der Saison. Ja, wir verabschieden uns übrigens auch von Ewald Bienenhonig, der ja in der letzten Zeit in der Pause des Podcasts uns verlustig gegangen ist. Nimmt er seine Bienen eigentlich mit? Ja, als Privatier nimmst du die immer mit, glaube ich, ne? Oder? Dann muss er ja. Denn tut er die vielleicht wirklich in den Wald? Und das werden jetzt wirklich Ewald-Bienenhonig. Ja, du weißt ja, wo Ewald wohnt, in der Nähe von Strahlen. Strählen. Oh, du hast, da kommt er nochmal hin, meinst du, zu diesem Spiel? Ja, das ist nicht so weit entfernt für Ewald. Der ist, glaube ich, eine halbe Stunde da. Also, wir könnten ja vorher bei Ewald vorbei und noch einen Podcast mit ihm machen. Und ja, dann, da freut er sich bestimmt. Ich glaube auch. Er besucht. Und dann besucht er aber jetzt keiner mehr. Ja, genau. Und dann kommen wir da vorbei. Vielleicht noch mal ganz schnell. Ja, nee, Oke hat keine Zeit. Der ist hauptamtlich. Der ist ja die ganze Zeit am Millerntor verhaftet jetzt. Genau, der ist jetzt professionell unterwegs. Der kann das nicht mehr. Der hat keine Zeit mehr dafür. Und meinst du, wir kriegen eine Sprechstunde bei Oke? Eine Sprechstunde? Ja, so einen Termin machen. Hallo. Nee, das passt in 40 Stunden nicht rein. Tut mir leid. Nein. 40 Stunden ist ja nicht drin. Du meinst, weil er die ganze Zeit mit der AFM zusammensitzen muss? Ja, natürlich. 39,5 Stunden. Aber wir sind auch Mitglieder. Auch mit uns muss er zusammensitzen. Halbe Stunde. Er muss sich irgendwie auch mal mit uns zusammensetzen. Auch mit der Schachabteilung muss er mal zusammensitzen. Ja, mit der Schachabteilung. Das geht über das Internet. Internet. Interschach. Interschach. Mit der Segelabteilung muss er sich auch mal zusammensetzen. Das macht er bestimmt öfter mal zum Weinen. Und er muss auch noch eine Radabteilung gründen, damit wir endlich mal bei der Tour ein St. Pauli-Team sehen. Ja, das ist unsere Idee. Warum es so wenig Fußballvereine, die einen Radsport sponsern gibt? Gerade jetzt in der Pause, ne, Juli, kein Fußball, das wäre die ideale Plattform für Vereine wie Bayern München, Barcelona, Real Madrid und den FC St. Pauli. Ja, komm, lass mal einen gründen. Ja. Wieso gibt es keine Radfahrabteilung? Null. Null. Und der ich sehe doch die ganzen Typen immer mit dem... Triathlon. Ja, Triathlon. Nee, nicht Triathlon, die haben noch so andere Trikots. Ja, die haben so eine Radsportabteilung. Ja, meine ich doch. Ja. Wir haben eine Profi-Radsportabteilung. Schönen Gruß an die Radio. Ja, kann sich ja aus der Radsportabteilung kann sich ja eine Profimannschaft herausschälen. Nee, die sind. So wie das damals mal mit den Frauen nee, da brauchen wir überlegt einfach, worden. Da brauchen wir einfach mal so ein paar Transfers wie Simon Geschke und so andere. Und eine professionelle medizinische Begleitung brauchen wir da auch. Wieso spielen die eigentlich Frisbee da in dem Kicker-Heft und spielen keinen Fußball? Und wieso hat der so eine komische Haltung, so quer, der zerrt sich doch gleich was da? Ja, das weil er gegen den Knick spielt. Ach, der spielt gegen den Knick. Nein, aber also wie gesagt, wir sind voller Vorfreude auf die neue Saison und erwarten, wir hoffen auf das Beste und erwarten das Schlimmste. Also den Aufstieg verschenkt, zwei Angreifer abgegeben und jetzt trotzdem stabil bleiben, das ist das Schwierigste, sagt der Kicker. Ja, hat er auch recht. Ja, das ist aber auch irgendwie eine Binsenweisheit. Das Nein. ist doch klar, dass es uns jetzt so geht wie Kiel. Wir werden erstmal. Ah, und wo war so Kiel nach der Hinrunde? Ja, ich sag ja. Ich glaube auf Platz 14. Eben. Die waren nicht auf Platz 11. Nee, das stimmt. Aber wir sind nicht Kiel, verdammte Scheiße. Wir sind mutig, wir sind der FC St. Pauli. Wir sind. Ich möchte auf Platz 11 stehen. Nein, wir haben einfach zu viel Erfahrung abgegeben. Auch Sira ist der Abgang, kann man ja alles verstehen und so und ich weiß nicht. Aber wir haben brutal viel Erfahrung abgegeben, das brauchst du auch in der zweiten Liga. Ich glaube, mit diesem Jugendvorstandsatz alleine wirst du sehr, sehr viel Lehrgeld zahlen müssen. Ja, das nehmen sie in Kauf, Übergangsjahr. Ja. Das Übergangsjahr ist ja auch als solches ausgerufen worden mit dieser ganzen Prämisse, dieser ganzen Einkaufspolitik. Und deswegen ist, glaube ich, das völlig legitim, dass wir jetzt auch ein paar... Wir haben alles nur Übergangsjahre. Ne? Also bis auf das beste Kalenderjahr aller Zeiten, aber Kalenderjahre zählen ja nun mal dummerweise nicht. Gut, das Jahr 21 war ja auch ein Ausrutscher. Nach oben. Ja. Aber was ist denn euer Aufstiegsfavorit? Eure drei Aufstiegsfavoriten? Oh, habe ich schon. Ich hab beim OZ-Pokal geluschert und die besten Quoten rausgefunden. Ah, und? Was? Ja, das sage ich euch, wenn ihr fertig seid. Nein, das musst du sagen, deine Überzeugung. Ja, ich habe meine drei schon gesagt, glaube ich. Ah, ja, das stimmt. Da ich habe HSV auch dabei. HSV gesagt, also kleiner HSV, großer HSV und Nürnberg. Ich bin bei HSV Düsseldorf Darmstadt. Ich bin bei HSV Düsseldorf Nürnberg. Okay. Obwohl, Greuther Fürth dürfen wir auch noch nicht abschreiben. Die sind ja auch noch irgendwie dabei. Ja, also Bielefeld gibt es ja auch noch, obwohl es die Stadt gar nicht gibt. Aber trotzdem, solche Mannschaften, die werden auch wieder mitmischen. Aber ich glaube, HSV sind wir uns alle einig, ist Topfavorit. Dann
Düsseldorf mit Tune, die haben eine super Rückrunde gespielt. Ich glaube, da kommt noch. Durch. Ja, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, da kommt noch Unruhe, weil ich glaube, die werden eine Reihe noch abgeben und irgendwie kommen da noch so ein paar Abgänge, wo man jetzt mit rechnet. Und ich glaube, das, was sie jetzt alle sagen, dass sie jetzt irgendwie die Kurve gekriegt haben und jetzt so durchstarten, wie wir das letztes Jahr gemacht haben, kann ich mir nicht vorstellen. Also, naja, lass uns überraschen. Also ich hätte gern Ruhen, Hennings, bei uns im Sturm. Nur hatten wir das schon. Ja, gerade jetzt, aber jetzt ist er noch besser als damals. Den hatten wir doch schon mal. Also, passt nicht rein. Der ist älter als 23, also der weiß, wo das Tor steht, das passt genau, alles nicht. Ja, genau das. Gut beschrieben. Aber ich sag ja, Ego Mantanovic, der wird durchstarten, ist auch kein Paulianer mehr, der braucht auch einen Spitznamen. Heißt der Iggy? Das ist Eintracht Adlers, Iggy der Eintracht Pop. Adler. Iggy Pop heißt er jetzt. Iggy Pop, ist Eintracht Adler. Iggy Pop von der Eintracht. Der bereitet sich auf die Champions League vor bei uns. Das stimmt. In der Winterpause geht er dann endgültig zur Eintracht. Wie viele Punkte hatten wir letztes Jahr eigentlich? 60, glaube ich. 60, 61, 62, 61. Ich glaube genau 60. Ich glaube nicht, haben wir nicht geschaut. Egal. Aber das ist Wahnsinn, ne? Das wieder so in die Richtung überhaupt zu denken, fällt mir schon schwer, tatsächlich. Ja. Also jetzt du musst erstmal gucken. Also ich bin der Meinung, dass wir ein relativ überschaubares Anfangsprogramm haben. Wie sind denn die ersten Spieler? Kannst du die mal nennen? Wenn du ja. Die kann ich dir nennen. Analogen Kicker kann dir sagen. 3 Stunden später. Ewige Bundesliga-Tabelle. Ihr könnt gerne schon mal. Also, ich kann nochmal sagen, dass ich nochmal auf die Playlist setze, die Smile. Tom auf welcher Spiegel freut ihr euch denn am meisten? Oder wo? Und die zweite Frage: Wo fahren wir denn auswärts hin dieses Jahr? Eine gute Frage. Also, ich würde gerne nach Fürth. Fett. Ihr seid jetzt bei National. Fürth finde ich gut. National, okay. Fürth finde ich gut, bin ich dabei. Fürth, da gibt es schön. Meine Tochter macht Berufsschule in Fürth. Mein Cousin wohnt da und ja. Wir haben sogar einen Haut in der Nachwuchs-Bundesliga-Mannschaft von Fürth. Da gibt es ja schon wieder keine Ausreden. Was wollt ihr jetzt wissen? Die nächsten Spiele, ne? Ja, die ersten Spiele nach Nürnberg. Wo geht's dann hin? Dann geht's nach, wenn ich es richtig sehe, Hannover. Favorit Hannover, ja. Dann Kaiserslautern, nach Kaiserslautern. Und der sagt ja, Kaiserslautern, Überraschungsniederlage, 1 Punkt aus den ersten 3 Spielen. Dann gegen Magdeburg. Oh, Magdeburg, ist auch schwierig. Ganz ein Aufsteiger halt, ne? Ja. Und dann Rostock, also alles so, oh. Ich würde mal sagen, ach du Scheiße. Nicht schön. Das sind auch keine, das sind doch alles Drecksgegner, muss man auch sagen. Da kann man auch nicht gut aussehen, das geht ja gar nicht. Außer gegen Nürnberg. Verlieren. Da kannst du jetzt 3-0 gegen Nürnberg gewinnen und den Rest verlieren wir alles, oder was? Ja, das könnte passieren. Nee, in Rostock dürfen wir diesmal nicht verlieren. Das geht ja, einfach nicht. Aber das also weiß da ja auch keiner. In der Verhoek weiß das nicht. Verhoek, ist er da noch? Ja, natürlich. Scheiße, ey. Deswegen gibt es ja keine Punkte. Ach Quatsch, der hat Corona nochmal. Naja, das ist jedenfalls das Startprogramm. Und deswegen wird ja Meinung, das ist sowas von. Also eigentlich ist es ein relativ vermeidlich leichtes Startprogramm, weil du jetzt die ganz dicken Klopper, wenn es die dann gibt, nicht wirklich hast. Obwohl hast du natürlich auch. Also nach meiner Meinung gleich zu Anfang. Ne? Genau, wir haben ja Nürnberg und Hannover 2 Aufstiegskandidaten. Ja. Wann ist das Derby? Aber es ist auch gut, die gleich am Anfang zu haben. Ne? Und wenn du dann in eine Frühform kommst und die ersten beiden gewinnst, dann kannst du ins Rutschen kommen nach oben. Rutschen nach oben. Es also ist immer dumm, dass man gegen Aufsteiger wie Kaiserslautern und Magdeburg am Anfang der Saison spielt. Ja, genau. Dann haben wir noch den Sack voller Euphorie. Ja. Die Euphorie springt ihn aus den Ohren. 12. Spieltag, Derby. Derby, wo, bei uns oder im? Bei uns. Bei uns. Ist das, und wann endet denn die Hinrunde? 17. Spieltag? 17. steht kein Datum bei. Ja, der Kicker wieder. Wann ist denn die Katar-Pause? Wie viele Spieltage haben wir? Warte, hier ist ein Datum. Ja. Jetzt muss er. Mitte November. Echt Mitte November, bevor Katar. Das ich sag ja, eine ganze Hinrunde spielen wir. Ich sag ja, wenn du wir jetzt. Du musst auch nur einmal kurz auf mich hören, du weißt es auch. Ich trau dir da nicht. Das ist auch okay. Aber Lappen? Hast du Lappen gesagt? Bla 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 bla. Lappen!
Das heißt, wenn wir jetzt in einen schlechten Flow kommen, dann kannst du dann wirklich ein Problem haben. Ja, was heißt, erstmal hat noch gar nichts angefangen, noch gibt es überhaupt keinen Flow. Und wenn du eine Klatsche kriegst, dann ist das schon mal ein richtiger, dann bist du schon mal wach. Unken sind wir hier, so Unken, das kann nichts werden. Naja, das also wird ganz bitter werden. Wir unken nicht, wir oken. Das Orakel. Ich mein, guck dir mal die sportliche Bilanz von Oke an seit 6-7 Jahren. Das ist nicht so herausragend. Und das war ein Ausreißer am Ende des Tages, der fünfte Platz. Und das angestrebte hier Germany Top 25, was wir immer noch hinterher quatschen, also im Sinne des seligen Herrn Ort. Ich weiß nicht, ob das so der Weisheit letzter Schluss ist. Im Grunde ist ja auch die sportliche Basis bei St. Pauli allein auf Bornemann gerade gestrickt. Das ist der Einzige mit Kompetenz. Der Rest ist weg. Ja, aber ist das nicht immer so, dass der Sportchef die sportliche Kompetenz hat? Wir hatten früher im Vorstand mehr sportliche Kompetenz. Du meinst den Typen, der da in Damp seine... ZB? Ja. Also Jens Duwe, genau. Aber Jens Duwe hatte mehr sportliche Kompetenz als der ganze jetzige Vorstand zusammen. Und auch der Aufsichtsrat. Da hast du keine Sportler drin, keine ehemaligen Spieler. Wisst ihr ja nicht, wer bei uns Osteopath ist? Wer? Florian Lechner. Ja, das weiß ich. Das ist ja mal eine Nachricht. Flo ist Osteopath. Und du sagst, wir haben keine sportliche Kompetenz im... Nein, der Osteopath. Jetzt, aber ohne Witz, Erik, guck dir mal den Aufsichtsrat an, guck dir mal das ganze Umfeld an. Da haben wir keinerlei... Ich finde das nicht schlimm, ehrlich gesagt. Dafür hat man doch Angestellte, die Ahnung haben. Ja, hauptamtliche Angestellte wie Oke, der ja auch... Wir haben Bornemann und wir unseren Cheftrainer. Das sind ja schon mal zwei. Ja, das sind auch die einzigsten. Dann haben wir noch ein Trainerteam von, ich weiß nicht, wie viele Leuten. Das sind massenweise Leute mit sportlicher Kompetenz. Nein. Also im Vereinsumfeld selber, Aufsichtsrat, haben wir keinerlei. Und bewusst auch, weil du wolltest unseren Rewe-Geschäftsstellenleiter nicht haben. Auf gar keinen Fall. Diese Leute oder hier unseren Kommissar, diese Leute haben wir alle vergrault. Ja. Wir haben 2 Millionen. Erfolgreich und zu Recht, aber die haben noch einen guten Draht zum Mopo und ich glaube, die werden spätestens, wenn das eintritt, was wir hier so auguren, dann werden die wieder auf der Matte stehen und dann wird es hier so eine kleine Schleimkampagne geben wegen, jetzt muss ich aber liefern hauptamtlich. Ich glaube, das wird uns noch begleiten, so boulevardmäßig. Also du hast ja auch immer einen guten Riecher, was das angeht. Ja. Du bist ja quasi geschult. Geschult von den... Ja, im Gegensatz zu dir lese ich ja jeden Tag die Bildzeitung. Ja, natürlich, siehst du. Ich lese sie ja nicht. Ich kriege das immer nur erzählt. Nochmal für die Statistik-Fuzis unter uns. Wer ist denn unser Rekordtrainer? Der die meisten Spiele gemacht hat, oder? Oh, Stanislaski. Nein, nicht? Willi Reimann hat mehr Spiele gemacht als Stanislaski? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Und so eine Statistik steht im, und so eine Statistik, die gar kein Schwein interessiert. Willi Reimann vor Evalin, vor Seppe Eichkorn. Das und dann Timo Schulz. Punktgleich mit Stanislavski. Also ich meine, spielgleich mit Stanislavski. Das kann doch gar nicht stimmen. Da haben sie die dritte Liga nicht dabei. Guck doch mal, überlege mal. Stani war wie lange Trainer? Der war doch mindestens 4 oder 5 Jahre. Aber vielleicht hat er keine Lizenz gehabt. Ja, wahrscheinlich, die Spiele werden nicht eingerechnet. Wahrscheinlich, aber, ja. Wobei, immer mal halbes Jahr dritte Liga, 3 Jahre zweite Liga, 4,5 Jahre hat es, Dani. 4,5 Jahre. Ja, okay, kann schon, so lange war der gar nicht. 4,5 Jahre. Ja, aber so lange ist doch Schulle noch gar nicht da. Deswegen, diese Tabelle, das ist einfach Unsinn. Ihr seht schon, Leute, ihr dürft nicht alles glauben, was gedruckt ist oder was im Internet steht, hinterfragt alles. Wir hinterfragen permanent uns gegenseitig. Ja, was da so ist, vor allem in unserem Fachwissen. Also wir fahren nach Fürth auswärts und nach Kiel. Kiel ist übrigens. Soll ich euch mal sagen, wann ihr nach Fürth fahren dürft? Ja, ich glaube irgendwann im Winter leider. Ah, schön. Ja, findest du zum schön. Zum Weihnachtsmarkt. Zum Weihnachtsmarkt nach, in Christkindlmarkt nach Nürnberg. Nimm aber deinen Bruder mit. Ja, natürlich. Und dann wird wieder der Almanach aufgeschlagen. Und wir werden auf der Rückfahrt wissen, warum es Greuther Fürth heißt und warum es bald nicht mehr Greuther Fürth heißt. Ach, die werden sich umbenennen? Sie wollen sich umbenennen in wie der SC Fürth oder wie das vorher hieß. Naja, das war die Spielvereinigung Fürth und vor der Spielvereinigung Fürth war das 7. Spieltag. Das hieß auch mal Quelle Fürth. Ohne Witz, die hieß mal Quelle Fürth. Das war für die jüngeren Zuschauer von uns, das war sowas wie der Kaufhof. Nur in groß. Das war das wie Otto. Ein Versandhaus. Versandhaus, eine Quelle. Und von der Frau Schicke-Danz, der Laden. Ne? Da gibt es in Fürth
da, wo früher Quelle war, das ist quasi 15 Jahre jetzt total verwaist. Das ist ganz krass, was das mit dieser Stadt gemacht hat. Die sind quasi über Nacht, ist auch die Stadt pleite gegangen. Anfang September seid ihr in Fürth. Oh, wie schön, da ist gutes Wetter. Anfang September? Jo, okay. 2. bis 4. Das ist doch schön, Anfang September nach Fürth. Das ist doch gut. Ja, aber ihr seht schon, sind wir ja fast schon durch mit unserem Podcast, mit dem Vorhergang. Das, es gibt wenig her, ne, diese Saison. Ich versuche ja immer mal wieder, euch darauf aufmerksam zu machen. Vielleicht habt ihr ja irgendwas, was ihr auf die St. Pauli Pop Playlist setzen wollt. Irgendwelche Hacienda Classics oder irgendwelche Bands, die ihr mitteilen wollt, die oder irgendwelche Country-Lieder, die. Ich habe alle Bands vergessen. Ich habe alle Bands vergessen. Oh, das noch, das noch. Ich habe doch eine Playlist gemacht. Ja, toll. Verlinkt doch irgendwas aus der Playlist in die Playlist. So geht das hier nicht. Verlinkt doch mal irgendwas. Das, du musst da auch ein bisschen für wollen, ein bisschen arbeiten, ein bisschen mitteilen und nicht so, gibt dir irgendwas, guck mal in der Sandkiste, vielleicht findest du was. Ne? Nee, so geht das nicht. Hallo. Okay, so, dann nehme ich Tennessee Whiskey von, aber den Interpreten kenne ich nicht. Tennessee Whiskey. Jesus, den Interpreten. Like Tennessee Whiskey. Mann, Mann, Mann. Willst du was auf die Playlist haben, Markus? So sweet. Jochen Distelmeier, der Mond. Ja, endlich wirst du mal. Der Mond ist aufgegangen. Was, genau. Was Romantisches. Etwas Schönes, etwas. Sehr. Also da nochmal reingehängt für euch als Info. Kampnagel Sommertheater oder Sommerfestival findet jetzt wieder statt. Tatsächlich auch mit dem Live-Konzert von Distelmeier, leider schon ausverkauft. Aber falls ihr dabei seid, bestimmt ein tolles Konzert, weil es auch ein tolles Album ist, weil er auch ein wirklich sympathischer Mensch ist. Erik wollte mich da nochmal bestätigen, der hat auch nochmal einen anderen Podcast-Tipp für euch, glaube ich. Ja, den kann ich empfehlen, die Nils Bokeberg-Erfahrung, NBE, und zu finden auch bei Spotify, gleich right next to our Podcast. Und da gibt es eine Episode mit Jochen Distelmeier, und das ist tatsächlich so ein bisschen manchmal so, wenn Willi und Konsorten hier im Podcast ein bisschen nerdig abtalken. Das machen die ganze Zeit über, ich glaube, 1,5 Stunden. Sehr, sehr schön anzuhören. Sehr gut. Wie gesagt, Kampnagel Sommertheater geht hin. Gute Konzerte, Hercules Love Affair, dann Distelmeier, dann ganz tolle Ballett-Tanzgeschichten. Ich glaube, der Schirmherr dieses Jahr ist Guise Vincent, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der auch ein Theaterstück gemacht hat. Ja, Kultur der Stadt wahrnehmen. Geht auf Konzerte, geht auf Festivals, geht, spendet der Kultur euren Dank und euren Obolus. Das haben die auf jeden Fall alle nötig. Deswegen ist es eine ganz wichtige Information. Auch natürlich zum Sport und zum Fußball und für alles soll ihr interessieren. Ja, ich freue mich auch schon auf die nächste Oberliga-Saison hier von Altona 93. Fortuna 05. Nein. Wer ist das? Ich gucke mir doch keinen Oligarchenverein an. Na, guck mal, da haben wir dich wieder. Da haben wir dich wieder. Da ja, denkst du, ich gehe in die hohe Luft, Fußball gucken? Ja, jetzt ist das schon bruchreif mit der hohen Luft. Bleiben, also sind die tatsächlich. Wo sollen die sonst hingehen aus in die hohe Luft? Keine Ahnung. Ja, eben. Nach Norderstedt. Was haltet ihr davon zu der Entscheidung, dass Teutonia ja gegen Red Bull oder Rasenballsport Leipzig nicht im Millantor spielen darf? Völlig nachvollziehbar. Ich finde, das ist der billige Applaus. Also zwei Stimmen, zwei Meinungen? Der billige Applaus für den FC St. Pauli. Das ist genauso wie diese bescheuerte Schalaktion von Freiburg. Ich halte das für, das ist Popanz. Da sind wir jetzt auch schon wieder bei EM 2024 mit dem Veto des Stadionrechts, was Oke sich. Ja, das finde ich gut. Wiederum. Ach, jetzt, wie der Wind weht. Ja, das ist ja nicht billig. Da haben die richtig verhandelt, glaube ich. Nicht billig verhandelt? Da haben sie sich richtig reingekniet und gesagt, hier, Alter, wir ziehen das durch. Das finde ich sogar gut. Aber jetzt irgendwie so, und ich meine, ich bin ja derselben Meinung wie Markus, was Teutonia 09 oder 05 oder wie die heißen, angeht. Die werden auch aus dem Hamburger Fußball wieder verschwinden, wenn sie jetzt die Oligarchenkohle nicht mehr bekommen. Vielleicht, hoffentlich. Als alte ja, das Traurige ist ja einfach, dass die Regionalliga Nord so ein komisches Gebilde ist. Die ist ja total strange. Weil da hast du die ganzen Zweitliga-Vertretungen von den Top-Vereinen, die wir haben, von den 6, 7.
Ja, du hast aber keine eigenständigen, starken Vereine und da hat im Grunde keiner das Potenzial für die dritte Liga. Keiner. Ja, ist so, ne? Auch Teutonia nicht, die haben nicht annähernd das Potenzial für die dritte Liga. Und die dritte Liga ist ja eine Schweineliga und das wird immer schlimmer werden. Der DFB greift ja da nicht ein. Das wird die nächsten Insolvenzen, werden wir dann haben, wir hatten ja dieses Jahr die Rieseninsolvenz von Türkgücü. Und das ist programmiert. Das ist halt also ganz schlimm, was der DFB da macht. Und wissentlich. Anstatt zu sagen, wir machen unterhalb der zweiten Liga zumindest zwei dritte Ligen Nord, dritte Liga Süd, die auch eine bisschen so Substanz haben. Und dann auch den Druck rauszunehmen für die Traditionsvereine. Guck dir mal den Osten an. Alle pleite. Erfurt, Chemnitz, Cottbus, alles weg. Und das ist Jena, alles weg, alles tot. Und das verantwortet der DFB, Sehnen des Auges. Und der Reinhard Grindel hat dann als bayerischer Präsident immer dafür gesorgt, dass jetzt so Spitzenvereine wie Bayreuth und Türkgücü und ja, wer nicht alles dort immer direkt ein Aufstiegsrecht hat, also nicht gut. Aber der Westen kommt jetzt, Rot-Weiß Essen ist aufgestiegen. Schauen wir mal, ob das nächstes Jahr noch Münster hochgeht oder Fortuna Köln. Aber diese ganze dritte Liga ist ein ganz schlechtes Konstrukt. Weil auf der einen Seite zu viel gefordert wird und zu wenig gegeben wird. Also wenn man das heißt, du würdest plädieren für wieder eine zweigleisige zweite Liga, dritte Liga? Oder was? Ja, zweigleisig, Nord-Süd, das wäre konsequent. Ja. Und, aber der DFB will ja nicht. Denk an dieser Idee, sie hätten da jetzt auch eine Profiliga unter der Reihe DFB. Das lässt mich aber kommen zur DFL. Da war heute ein Kommentar von Oliver Kahn, auch siehe Katar und 50+1. Das wollen wir haben. Wir wollen 50+1 haben als Replik auf Herrn Watzke, der gesagt hat, unter mir als DFL-Präsidenten wird es keine Diskussion über 50+1 geben. Gibt es hier Meinungen zu? Ich habe das, glaube ich, dein Zitat nicht richtig verstanden. Kahn hat gesagt, er möchte 50+1 haben. Kahn will das weghaben. Nee, weghaben, ne? Das weghaben. Watzke, muss man vorstellen, Watzke ist jetzt der Speerträger von 50+1 als DFL-Geschäftsführer. Naja, der FC St. Pauli hat relativ klare Positionen, ne? Ja, der, und da ist ja auch. Die haben wir ja immer die klare Position. Ich glaube auch, dass die Mehrheit im. Nein, aber interessanterweise will Kahn ja praktisch auch die Traditionsvereine ködern, weil er sagt: Hey, holt euch Investoren ins Haus, es wird euch besser gehen. Das ist das, was Kahn sagt. Oder in Aussicht stellt. Stuttgart, Schalke, whatever, HSV, es könnte euch besser gehen, wenn ihr geile Investoren habt. Das ist ein Witz. Also Kahn ist die größte Flitzpiepe. Das ist ja nichts Neues. Ja. Ich hoffe auch, dass er das Bayern dieses Jahr, Jungs, da warte ich seit 30 Jahren drauf, dass Bayern jetzt endlich den Knick kriegt. Seit 1988 warte ich drauf, oder 87. Du hast die falsche Headline vorgelesen, Willi. Gegen den Knick war den Knick. Die Bayern-Headline. Ach, guck mal an, du. Ja. Habe ich ja falsch aufgeblendet. Der erste St. Pauli war ja. Dann gucke ich mal, was bei Bayern steht. War lange Zeit der FC Bayern in der zweiten Liga. Am Ende haben wir uns die Maske vom Gesicht gerissen und waren doch nur Vizekusen. Dann muss ich ja jetzt vorlesen, was bei Bayern steht. Dann zählt das ja für uns sozusagen. Ach ja, genau. Ja, ich hoffe, dass die dann einfach an ihren Widersprüchen, die sie haben. Money für Manet steht da. Ja. Das haben wir nicht. Ja, da wird ein Spieler geholt, der wirklich so ein bisschen extraordinary ist. Und in England hat jeder Verein fünf solche Transfers. Die Bayern feiern. Was? Da kommt es gar nicht aus. Ja. Wir haben ja auch noch ein bisschen Geld, ne? Wen könnten wir denn mal so richtig noch so holen hier? Franck Ribéry. Na, so ein Innenverteidiger aus St. Gallen für 800.000. Ich finde Franck Ribéry, der schießt dann irgendwie 8 Tore pro Spiel, dann kriegen wir halt 7. Also, was ist denn unser. Wo liegt denn unser Budget? Wir haben 4,5 gekriegt für Giré. Dann haben und wir haben 2 Millionen ausgegeben, habe ich gerade überschlagen. Und 500.000 haben wir für Bogi gekriegt. Das heißt, wir haben auf jeden Fall 5 Millionen, noch 3 Millionen noch auf Tasche. Knapp 3 Millionen, ja, jetzt gehen nochmal 800 weg hier für FC ja. Zürich. Hey, für SV Weil, was Gallen. Hat Nemeth gekostet? 1,25. Okay, auch. Aber dann sind, sagen wir mal, in der Kampfkasse wären auch auf jeden Fall 2,5 Millionen. Die brauchen wir für die Winterpause. Die brauchen wir für... Die brauchen wir jetzt? Nicht in der Winterpause. Ich sage Pauli immer so, das wird nur gekauft, wenn Not am Mann ist. Ja, aber hier ist ja Not am Mann jetzt. Ja, das sagst du, das sag ich, aber das sagt sonst keiner. Vielleicht Markus noch, wenn er ausgeschlafen ist.
So ist das dann halt. Aber er hat nicht ausgeschlafen, obwohl er hatte schon heute Morgen um drei ausgeschlafen. Hallo, ja, da hat er schon die erste Halbzeit durchgeschlafen. Der ist ja punk losgegangen unter Deck, mein lieber Herr gesagt. Ja. Dann hat er gesungen, wie der frische Morgen. Aber der frische, genau. Es war der frische Morgen, die Sonne hatte sich noch ein bisschen versteckt, obwohl sie immer noch sehr früh auftaucht. War das, als vom Nachbarschiff die Beschwerde kam, oder war das danach? Das war danach. Ach so, okay. Danach, vom Nachbarschiff. Also wir sind heute Morgen, um euch das mal zu erzählen, angezählt worden, weil wir lange, lange Country gehört haben. Willi hat sich ganz, ganz toll gefreut. Und dann haben wir dann haben wir mitgesungen und nachts um drei. Wir haben nicht mitgesungen, du hast mitgesungen. Nachts um drei kam dann von der Nachbarschiff, ob wir nicht ein bisschen leiser. Wir würden den ganzen Hafen unterhalten. Da haben wir auch sehr gerne gemacht. Aber dann wurden wir auch müde. Und dann war aber Markus gar nicht mehr müde und hat zack. Ja, Markus hatte zu der Halbzeit schon gesagt, Platz sieben. Ah nee, was hast du gesagt? Platz 9 hast du gesagt. Ich habe gesagt, Bridge over Troubled Water. Stimmt, du hast Simon Garfunkel. Willst du Simon Garfunkel auf die Playlist haben? Bloß nicht. Und nicht das war praktisch das Lied für die Winterpause. Bridge over Troubled Water. Ja, da wird nämlich die 2,5 Millionen, das ist unsere Bridge, die brauchen wir dann für die drei Krisentransfers, die wir dann haben, damit wir den 15. Platz erreichen, der schon 8 Punkte entfernt liegt. Wir holen in der Winterpause Fiete ab. Ja, Fiete. Also so wie der unseren Hass abfeuert, ist, glaube ich, ist keiner weiter weg von unserem Verein. Wo spielt La Soga eigentlich? Ich hatte ja Bock auf La Soga und seine Mutter. Jetzt Katar. Hier. Wir befreien ihn aus Katar, dann kommt er hierher. Nach St. Pauli wieder. Ja, aber es ist wirklich bitter, glaube ich. Das ist ein bisschen das Manko. Wir haben ja einen total gut aufgestellten Verein mit soliden Finanzen. Ich finde das gar nicht so schlecht, dass wir keinen Mittelstürmer haben. Weil es ist ja auch nicht schlimm, weil wir haben auch keine Vorbereiter. Das ist ja völlig wurscht. Das heißt, wir haben keine Vorbereiter, wir haben nur Vorbereiter. Naja, das wissen die noch gar nicht, dass sie Vorbereiter sind. Nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Haben wir nicht, hör mal, wie heißt denn dieser Stürmer? Ach nein. Oh nee. Wie, Mané oder was ist das? Nein, was haltet ihr von einem geilen Mittelstürmer, der in Schottland gespielt hat? Das wäre doch was, ne? So ein bei Livingston. Ich kriege ja immer noch die Newsletter von. Ja, sag mal, wer ist von das? Von St. Mirren und von. Wo waren wir noch? Von Brescia kriege ich noch die Newsletter. Ja, so ein Hulk, 1,90 Meter groß, der Deutsche, der irgendwann mal in die schottische Liga gegangen ist und da gespielt hat jetzt so, ne? Wer hat ihn jetzt geholt? Fortuna Köln. Ach, die Fortuna. Ja, fällt mir gerade ein. Das wär hier auch ein Transfer, der würde zu uns passen. So ein. Jemand, der aus Schottland kommt. Wieso haben wir eigentlich immer das Gefühl, sobald irgendwo ein Mittelstürmer verkauft wird, ja, das wäre jetzt aber einer von uns gewesen und der wäre jetzt aber auch einer von uns gewesen. Und also, wieso haben wir den jetzt eigentlich nicht gekauft? Weil wir nur die kaufen, die 21, 22, 23 sind und ihr Potenzial so in 7 Jahren ausschöpfen. Die auch noch in der Wachstumsphase sind, die also durchaus noch 1,98 Meter groß werden könnten. Weil sie jetzt 1,83 sind. Weil sie jetzt 1,83 sind und schon Schulterprobleme. Ja, das ist halt so eine Sache mit den Stürmern. Streckbank. Ne? Ryo Miyagishi übrigens, 3 Tore jetzt schon bei Godzilla Osaka. Oder und sag mal, spielt da nicht auch hier unser Keeper, wie ist der nochmal? Himmelmann? Nein, unser 21-Nationalspieler seinerzeit. Ach ja, der Mann. Sven Brodersen hätte ich fast gesagt. Hier. Sven Brodersen hätte ich auch fast gesagt. Das stimmt nämlich. Ja, es ist alles schön. Aber ja, steht und fällt alles mit dem Erfolg. Wenn wir eine gute Start hinlegen, sind wir alle ganz begeistert. Wenn wir einen mäßigen Start hinlegen, sind wir dann alle ganz negativ. Da sind wir nicht enttäuscht, weil wir das so vorausgesagt haben. Dann können wir sagen, guck mal. Nee, aber so eine wichtige Aufbruchstimmung, die hat jetzt Bornemann noch nicht irgendwo oder Oke jetzt aufbauen können. Ja, ich glaube auch vor allem nicht, dass wir einen Kader haben, der sowieso eine Lokomotive erstmal ins Rollen kommen muss. Sondern der muss leicht funktionieren, weil die sind eben alle noch so jung, dass sie das nicht aus ihrer Erfahrung oder sich selbst heraus oder indem sie sich an den Leitwolf klammern, alles irgendwie so sich da festhalten können. Ja. Wir fallen ja nicht auf Basics zurück oder so, sondern wir fallen ins Bodenlose, wenn das nicht funktioniert. Und da sind natürlich die ersten Spiele auch richtig undankbar. Also gegen zwei, ach Mann, ich wiederhole mich und das ist auch irgendwie schlimm.
Komm, wir verbrennen die Hansa-Fahne jetzt endlich mal. Ja, gerne. Oder wir schicken sie zurück zu Hansa und sagen, hier habt ihr euren Scheiß wieder. Wir brauchen das nicht mehr. Ja. Ich will aber erstmal, ich will erst nochmal in die Toilette, auch in der Toilette aufhängen. Ah, das ist überhaupt gut. Ja. Als Notpapier. Notpapier. Als Notbeleuchtung. Ja. Notarschbeleuchtung. Für die Smartbombe. Ach ja, Kinder, es ist auch jetzt, es ist, also wann veröffentliche ich den Podcast, dann wird es irgendwann so Donnerstag auf Freitag Nacht sein, dann haben wir noch 36 Stunden bis zum ersten Heimspiel des FC St. Pauli. Haben wir dafür schon den Tipp abgegeben? Nein, haben wir nicht. Dann machen wir das als unsere letzte Amtshandlung. Ja, aber jetzt nochmal so von der Erwartungshaltung, als damals Schule übernommen hat und wir von den Mustangs sprachen, ne? Ihr entsinnt euch, ne? Das war damals vor 3 Jahren, das war als Ditgen und Daschner kam. Da haben wir noch gesagt, Mensch, Überraschungspaket, Mensch, das wird aber toll werden und der Schulle wird seine jungen Mustangs dort herausbringen. So, jetzt sind wir praktisch 2-3 Jahre weiter und irgendwie ist der Kader ja vollkommen frei von Altlasten. Muss man ja auch mal sagen, da ist ja nichts mehr dabei. Da ist noch 1 Million drin gewesen, meinst du? Nein. Also wir können noch 1 Million ausgeben. Nein, die Altlasten sind ja weg. Und das heißt Altlasten, die alten Verträge. Und aber anstatt daraus, dass jetzt eine Euphorie erwächst, dass man sagt, Mensch, wir haben eine Fantasie, was daraus erwachsen kann, sage ich aktuell nur, ist diese Erfahrung gegangen. Und die wird uns fehlen. Und das Neue, was da gekommen ist, wie auch Willi sagt, das hat noch keinerlei, ist ein Versprechen auf die Zukunft. Aber auf was für eine Zukunft? Da fehlt mir echt die Fantasie. Ja, wir hören uns ein bisschen an wie so alte Leute in der Kneipe. Ne? Nee, das ist aber auch eine Frage, die alte Leute in der Kneipe. Hast du schon den Kicker gesehen? Aber ich sehe da kein Potenzial. Nee, aber guck dir wirklich mal an, was du dort, auch in Zweitliga brauchst du auch Erfahrung. Und ich will, ihr holt mich ja auch. Wir haben zu wenig Erfahrung im Kader. Und wenn der Wind mal scharf weht, wird das ein Problem werden und ich würde mir prophezeien, dass wir in der Winterpause diese Erfahrung teuer nachkaufen werden. Ich glaube noch nicht mal, dass es, also ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Was mir auch so ein bisschen fehlt, ist jetzt auch, deswegen auch mal eine Frage vorhin mit Kapitän und so. Ich glaube, habt ihr das Gefühl, dass sich irgendwer rauskristallisiert, also als Führungsfigur, der so mal am Ärmel hochkrempelt und irgendwie die Rolle vom Burgstaller übernimmt? Zum Beispiel? Ja. Wenn ja, wer? Paccarada? Smith ja nicht. Smith und Paccarada. Nein, guck dir die Aufstellung an für Samstag. Das ist ja kein Neuling dabei. Also von den Neuen, die wir da haben, ist ja im Grunde jetzt. Naja, außer der Rechtsverteidiger, ne? Ja, gut, und der wird natürlich voll der Leader sein, ne? Nee, also ich meine, das ist wenig. Das ist Paccarada, das ist Zander. Das ist Hartl, das ist. Ja, vor allem jetzt. Es ist wenig Führung da. Du hast jetzt auch. Ja, du hast einen Wechsel im Tor, da geht schon los. Das gar nicht mit Bewertung gesagt irgendwie, dass es jetzt schlechter ist oder besser oder was auch immer. Aber die müssen sich ja alle erstmal selber einnorden und dann müssen sie sich als Gefüge einnorden und dann aus diesem Gefüge muss dann irgendwie muss so ein Gerüst entstehen, wo du eine Hierarchie in der Mannschaft, wo du halt wirklich so einen hast oder vielleicht zwei oder vielleicht drei oder so eine, im Idealfall so eine Achse, wie wir sie funktionierend hatten. Also Vassili, Burgstaller, Chirey, Medic-Achse oder wie auch immer. Also vielleicht ist es ja auch, unterschätzen wir ja auch solche Leute wie Medic, der jetzt vielleicht die Saison seines Lebens spielt und halt auch Führungsfigur wird und die vielleicht alle mitnimmt, mitreißt sozusagen. Wer hat uns damals in der Phase, wo wir damals gegen Tabellen oder Vorletzter waren, in Würzburg und so weiter, wer hat uns damals im Mittelfeld den Arsch gerettet? Im Mittelfeld Arsch, weiß ich nicht, sag mal. Rico, Benatelli. Und den hat man einfach gehen lassen. Verstehe ich nicht. Benatelli wäre gerne geblieben. Das ist mir auch ein Rätsel. Ist aber ja nicht toll, wäre ein super Backup-Spieler gewesen mit Erfahrung. Vor allem, ich meine, sagt, jetzt auch dieses Argument mit zu alt geht auch nicht, weil der ist 29 oder 30. Lass ihn 30 sein. 29, der ist ganz so alt. 30. Vielleicht ist er nicht der Schnellste, aber gerade für so einen Krisenfall. Weißt du, was ich mittlerweile glaube? Ich glaube, diese Seilschaften, ich glaube, der ist halt super Klippo mit Buchtmann. Also die sind, glaube ich, Best Friends. Also jetzt auf jeden Fall, auf der Abschluss, nachdem sie beide gegangen sind, sowieso aber auch vorher schon. Ich glaube, das ist einfach, das sind so, okay, wenn du den dann abschießt, dann bist du halt eine politische Entscheidung. Politische Entscheidung, kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir auch vorstellen.
Ich kann mir vorstellen, dass unser Herr Bohnenkamp einer ist, so nach dem Motto, die Jungs, die mein Vorgänger geholt hat, das, ich suche mir jetzt meine eigenen Jungs aus. Ja, aber da ist interessant, dass alle unsere Ex-Spieler ja nicht gerade aufgestiegen sind. Das finde ich ganz spannend. Also das ist sehr interessant zu sehen, der Markt gerade ist nicht gut. Buchtmann in Dresden, dritte Liga gelandet. Wie viele Vorgänger. Hier unser Ex-Capitano, Innenverteidiger in der österreichischen Liga. Ich weiß nicht, was für eine Spielklasse ist. Linz? Linz ist, glaube ich, spielen, glaube ich, erste Liga. Aber ja, aber auch, ist auch nicht jetzt so der riesige Burner. Und die, viele von. Wer ist noch nach Sandhausen gegangen? Sandhausen haben wir schon einen weitergegeben? Nee, noch keinen. Oder Ingolstadt? Wen haben wir denn abgegeben? Ja. Liga intern. Also wir haben ganz viele Spieler, die noch keinen neuen Vertrag haben. Das wird auch mal ganz spannend. Also Rico Benatelli hat keinen neuen Vertrag. Mark Kinock hat noch keinen neuen Vertrag. Den holen wir noch. Aber ja, meinst du, den holen wir noch mal wieder? Nein, da ist Bohnenkamp auch irgendwie. Also da ist er auch klare Kante. Also ich würde mal sagen, also das ist alles sehr mutig und vielleicht haben sich auch was dabei gedacht. Also mir fehlt zurzeit noch der Plan, wo die hinwollen, außer Jugend forscht und Hauptsache neu. Was ist der Plan? Ja, und das ist sehr flexibel. Also das ich halte das auch für stringent. Die haben sich Folgendes gesagt. Die haben sich gesagt, okay, wir haben beinahe alles richtig gemacht, sich dann gegenseitig auf den Popo geklopft und haben gesagt, nur eins haben wir vielleicht falsch gemacht. Wir haben zu positionsgetreue Spieler und zu verletzungsanfällige Spieler. Und dann, das ist das Profil. Ich glaube nicht wirklich, dass das highly sophisticated ist, sondern dass sie sagen, okay, die Lehre aus dem Nichtaufstieg ist, wir brauchen Flexibilität in den Positionen, damit wir nicht so ausrechenbar sind, dass das machen wir jetzt. Was also in der Rückrunde passiert ist. Ditgen, Ingolstadt. Ja, Ditgen, Ingolstadt. Und natürlich sowas wie, also ich meine, auch Olsen, Norrens, auch Spieler, also auch, wie ich finde, charakterstarke Spieler, aber trotzdem weg. Ohne. Weil sie verletzungsanfällig sind. Ja, weil sie verletzt. Ja, Olsen jetzt eigentlich nicht, aber jetzt natürlich gerade die letzte lange Verletzung war dann dafür, ja. Und dann ist eben jetzt die Frage: Jetzt holst du einen Sänger mit Nemeth für 1,25 Millionen, der sich sofort für 2 Monate verletzt. Das ist, kann man auch sagen, ich kenne jemanden, der hat sich gerade ein Auto gekauft, ist damit 100 Kilometer gefahren, ist der Motor explodiert. Das ist so ein bisschen in sportlicher Hinsicht genau das, was Herrn Bohnenkamp passiert ist, oder? Also ich meine, das ist jetzt auch kein besonders gutes Zeugnis für seine Einkaufspolitik und oder für die gesteuerte Trainingsintensität, wenn die Leute frisch eingekauft werden, kommen hierher und zerren sich gleich irgendwie Muskelpäckchen im Oberschenkel und dürfen irgendwie 2 Monate zum Physio. Das ist auch irgendwie scheiße. Trainiert Schulle falsch. Das ist das nächste Fall. Also ich meine, auch Schulle steht auf dem Prüfstand. Der hat ja jetzt praktisch ein Jahr lang immer gesagt, super, super, super. Aber jetzt auch diese verkorkste Rückrunde hat ja auch Fragestellungen an seine Training gegeben. Denken die Experten hinter uns, die ihre Trainingstipps gaben, wie Schulle trainieren soll. Hier, sag mal, wie das wird also auch eine Frage dann sein. Die, ne? Co-Trainer sind übernommen worden oder sind jetzt auch die sind übernommen, ja. Neu ist nur der Torwarttrainer, der ja. Knob. Der ja quasi das ganze Team jetzt schon eigentlich besser gemacht hat. Er hatte, also in 2 Monaten können wir eigentlich davon ausgehen, dass der Torwarttrainer also der Trainer. Also ich finde, dass er hat mich jetzt auch persönlich besser gemacht als Zuschauer. Ich habe ein viel besseres Gefühl, wenn ich da jetzt. Der hat auch unseren Podcast besser gemacht, ne? Also ich glaube, der hat die Hand aufgelegt bei Spotify auf der Playlist. Also stell dir mal vor, er hört uns jetzt. Wir sind alle besser geworden. Wie heißt denn der? Knob, glaube ich. Knoblauch? Knob, nur ohne Lauch. Knobi? Ohne Lauch, du Lauch. Knobi-Lauch. Knob ohne Lauch. Also Marco Knob. Der alte Lauch. Der Knobi. Knoblauch. Der heißt Knobi. Marco K. aus MK, Wo kommt der her? Aus Dänemark? Nein, der kommt nicht. Der kommt direkt aus Dänemark, hat Willi gesagt. Der kommt aus Dänemark, weil er hat da trainiert. In Dänemark hat er den dänischen Markt trainiert. Und da hat er allen seinen Torhütern hat er Salbis gegeben. So richtig die schönen, harten, salzigen. Und dann sind die gesprungen wie die kleinen, wie die jungen Rehe. Und das macht er mit unseren jetzt auch. Dummerweise ist Vassili mit dem linken Finger gegen das Torgehäuse gesprungen. Also ich glaube, dass Knob die Autotür zu schnell zugemacht hat, als er noch nicht richtig ausgestiegen war. Du Scheiße. Schlechter Reflex. Oder dass die haben an der Autotür trainiert. Ich hätte euch jetzt auch mal eure Finger ab hier. Nee, die haben gesagt, ihr seid ja Handwerker, guck mal hier den Nagel mit einem Schlag rein. Ne? Zack, auf den Daumen. Mit dem Kopf. Ja. Du warst doch Horst Rubisch, hat er doch so trainiert. Ey. Schön Dachdeckernagel und dann mit der Stirn reingehauen. Ja.
Das erzählt man sich am Volkspark. Ja, auf jeden Fall. Heute noch. Heute noch, das erzählt man sich heute noch. Gestern auch noch. Wahrscheinlich hat Knoblauch, hat das auch gemacht. Ah ja, das hat auch einen Spitznamen, Knoblauch ohne Lauch. Nee, der Lauch ohne Knob. Nee, wie war das nochmal, Markus? MK. Der Lauch. Der Lauch. Ach, der hat uns alle besser gemacht. Also wie gesagt, 6 Wochen schon. Ich bin jetzt nochmal in den Abgängen. Also ich sehe jetzt hier auf Feed, ist weggegangen zu Jan Regensburg. Dann Sänger ist zu Kaiserslautern, der war ausgeliehen, ist jetzt Duisburg anscheinend. Ah, ja, Wittgen, Ingolstadt. Die anderen Abgänge kennen wir, Hoffenheim, Wien und Freiburg. Mhm. Und was schreibt denn der Kicker zur klaren Handschrift? Was ist denn da so klar an der Handschrift? Boah, das ist irgendwie... Spaß nach vorne, ne? Obwohl man auch sagen muss, das stimmt. Übrigens, Schulle hat ja Platz 13 Rückrundentabelle. Was? Platz 13 der Rückrundentabelle. Ja. Aber er hat ja geliefert im Sinne von, er hat eine Spielphilosophie etabliert. Wir wollen Spaß haben und nach vorne spielen. Und nach vorne gespielt haben wir in der Rückrunde auch, aber nicht mehr viel Spaß gehabt. Guck mal, sein drittes Jahr, das kann ihn zum Rekordtrainer machen, wenn er das durchhält. Verstehe ich nicht. Dann war doch 4,5 Jahre Trainer. Aber wahrscheinlich in der Tat, die rechnen die Zeit, wo er dann, sagen wir mal, nicht offiziell Trainer, aber Truller ist dann der, ja. Ja. Ja, er wird daran gemessen, ob natürlich so ein David Otto, so ein Johannes Eggestein, aber das Potenzial, ja, was die Schlummern haben, ob er das abrufen kann, ob er sie größer, breiter, stärker machen kann. Aber jetzt mal kurzer Ding-Dong-Exkurs, Buchecke. Ich habe ein Buch gekauft, ein Zweitbuch, ein Fußballbuch, und ich habe früher mal sehr gerne Fußballbücher gelesen. Und ich weiß ja nicht, was ihr gemacht habt im Jahre 1982, im Sommer, im Juli, die Nacht von Sevilla, da klingelt es wahrscheinlich bei dem einen oder anderen hier noch. Also ich habe das Spiel gegen Frankreich geguckt. Da hast du geguckt, ne? Und du auch, Willi? Ich habe mich damals nicht für Fußball interessiert, so wie heute. Okay. Und es war ein, gelogen, das ist gelogen. Kein Wort glauben, liebe Zuhörerinnen. Es war ein unglaublich. Das ist gelogen. Mit 14, da warst du 16, ne? Ja. 15. Mit 14 war ich 16, kannst du mal sehen. Ich bin 2 Jahre freigeholt worden. Ich war 14, also musst du 16 gewesen sein. Das kann jetzt jeder sagen. Da warst du in der Blüte deiner fußballerischen Entwicklung, oder? Da habe ich Breakdance gemacht. Ich bekam von unserem Pfarrer eine Alkoholdröhnung verpasst. Das war sehr lustig. Und damals schon Pfarrer? Ja, vom Pfarrer. Er war doch Messdiener. Da wurden wir immer vom Pfarrer zu Alkohol verführt. In dem Alter noch? Ja, Messdiener? So alt? Mit 15 Jahren, da wurde man, bekam man das. Mann. Und Messdiener ist man von 6 bis. Ja, und jetzt hat ja auch Kölner Autor Stefan Klemm hat ein Buch geschrieben, Die Nacht von Sevilla 82, ein deutsch-französisches Fußballdrama. Und das kann ich nur wärmstens empfehlen, weil dahinter ja auch die ganze Geschichte ist der Nationalmannschaft unter Jupp Derwall nach dem Europameisterschaftstriumph in Rom hin zu dieser Weltmeisterschaft 82 in Frankreich, wie die Franzosen aufgestellt sind und Spanien, ich muss mich kurz korrigieren. Da gab es dann, was habe ich gesagt? Die Europameisterschaft in Frankreich, hast du gesagt? Nein, die Europameisterschaft war in Rom, in Italien. Und die Franzosen kamen ja auch dann dazu. Die Franzosen haben sich höchst professionell vorbereitet, während die Deutschen alle am Schlucksee waren, wo dann Paul Breitner Eike Immel zum Saufen verurteilt, zum Pokern verführt hat. Und es ist herrliche Geschichte. Also kann ich jedem, der sowas mag, nur empfehlen. Und das ist im Verlag Eriks Buchregal erschienen, kann man auch dort direkt bestellen. Und wenn ihr euch was Gutes tun wollt und ein bisschen Fußballnostalgie genießen wollt, dieses Buch macht wirklich Spaß und ist wunderschön. Und da stellt man gerne in der Vergangenheit und denkt sich, Mensch, heute gibt es keine Typen mehr. Damals gab es eine ganze Reihe von Typen. Und damals war natürlich nicht alles gut. Es kommt ja auch natürlich die Schande von Gijón. Typen. Das 1-0 von gegen Österreich, wo dann die Algerier rausgekickt haben und wo es dann auch rassistische Kommentare gab, der Österreicher zu dieser Protesten der Algerier. Es war alles. Und natürlich das brutale Foul von Toni Schumacher, meinem Helden damals. Und ja, also ist alles mit drin. Fußball, warum wir es lieben und her damit. Es macht mir sehr viel Spaß. Haben wir denn, ich bringe jetzt nochmal unsere Mannschaft an Bord, haben wir denn Typen, also wirklich Typen? Also jetzt ja, so, ist Irvine ein Typ, ja, weil er ein Typ ist? Auf jeden Fall. Ich finde Aremu ist auch ein Typ.
Ich finde ja, find Aramus auch ein Typ. Aber Irvine ist auf jeden Fall einer. Das ist übrigens der Einzige, der nach der Saisonabschlussfeier irgendwie länger geblieben ist. Hat sogar das eine oder andere Bier getrunken, habe ich gesehen. Und aber der sonst, ist irgendwie, der hat sich so richtig reingezeckt. Ich glaube, Vasily ist sonst ein Typ. Ja, Vasily, der ist auch ein Typ, aber der hat nur 9 Finger. Ja, aber der kriegt doch jetzt einen rangetackert vom UKE. Ja. Also der kriegt jetzt 11 Finger, oder was? Ja, 11 Finger. Ja, das ist, 12 Finger Joe. Es ist ja auch, wenn du mal so siehst, früher, da hast du halt eine Nationalmannschaft gehabt, wenn du die ganzen Spieler, die angeguckt hast, die waren ja quasi ihr Leben lang bei einem Verein oder bei zwei Vereinen. Da gab es eine ganz klare Identität der Spieler. Das hast du heute nicht mehr. Die Spieler kommen dahin und die müssen performen. Das ist ja alles neoliberal, was wir da haben. Wir haben neoliberalen Fußball und wir sind mittendrin und dabei. Allen, Fensterreden von Oko zum Trotz. Wir sind ein richtig neoliberaler Fußballkader. Jo. Und ist, ist es denn wirklich so schlimm, dass die Entwicklung so... Nein, wir haben keine Typen mehr. Wir hatten das vor 2 Jahren mit Burgstaller. Hattest du plötzlich eine Type? Sogar mit Knoll hattest du eine. Oh, Knoll hat gegen Düren 4-2 verloren. Das geht abwärts in Duisburg. Die haben auch diesen Seuchentrainer, Ziegner von Erfurt. Und da geht abwärts mit Duisburg. Knoll, hast du noch nach Duisburg gegangen? Ja, Buadus haben wir auch da. Ja. Knoll, Buadus. Also und noch einer von den Youngstern ist nach Duisburg. Mal Sänger oder so? Ja, ich glaube ja. So. Ja. Und das ist lustig. Aber das sind Typen gewesen. Und die hast du jetzt nicht. Und Buchtmann war ja auch eine Type. Nee. Doch, das war nicht. Der war vielleicht eine negative Type für dich, aber er war ein Typ. Ich auch nicht, dass er ein Typ war. Ja, aber er war ein Typ. Buchtmann war Buchtmann. Ja, so wie Christian Lindner ein Typ ist. Ah, oh, Christian Lindner ist erfolgreicher Finanzminister. Oh, Buchtmann ist unser Christian Lindner. Das war jetzt so gemein, schön. Aber ja, das wäre die erste Assoziation für mich. Ich würde mal sagen, in einem Jahr wird Buchtmann aufgestiegen sein mit Dresden. Mein Tipp, hält dagegen? Ich. Ja, aber ja, weil die in der dritten Liga spielen, weil sonst keiner hier sagt, wird genau. Zum Aufstieg. Die werden aufsteigen. Also ich finde, dass gerade du warst mit deiner Buchtmann-Beteuerung immer sehr wetterwendig. Du bist ja froh, dass er weg ist. Aber er hat auch Erfahrung gehabt. Aber es war für mich ein Typ, auch wenn man sagt, ne? Ich war wetterwendig. Also wenn irgendjemand das durchgezogen hat, dann war ja wohl ich das. Du? Ja. Ja, du wolltest, dass es da geht. Du hast ja persönlich bei Bornemann antichambriert. Habe ich ja auch geschafft. Okay, ja. Also wenn wir jetzt der Meinung sind, dass Irvine gefühlt der einzige Typ ist im Kader, dann muss man doch den Bock zum Gärtner machen. Dann gehört er doch als Nationalspieler. Wieso ist der nie Thema, dass der Kapitän ist oder was auch immer? Nein, das ist ja, der Mannschaftsrat ist ja neu bestimmt worden. Ich weiß gar nicht, wer jetzt alles da drin ist. Irvine ist dabei, Smith ist dabei, Paccarada ist dabei, Hartl? Zander ist dabei und Hartl, glaube ich. Ja, Zander, Hartl. Das ist so das Führung, das wird sich aber rausbilden. Aber ich glaube, Hartl soll Führungsrollen übernehmen. Aber die Frage ist, ob er das kann. Werden wir sehen, aber ich finde generell ist für die Spieler sehr, sehr viel schwieriger, heutzutage so etwas dann herauszubringen. Und die Frage ist immer, willst du es überhaupt haben? Also zum Beispiel bei dem Buch kam ja auch die Rolle von Paul Breitner dazu, der damals 1981 zur Nationalmannschaft zurückkam. Und das war zwar ein Typ, das war der Leader nachher, aber der hat was. Also ich würde Paul Breitner haben wollen. Paul Breitner bei uns. Ja, aber wenn du einen Leader hast, dann hast du praktisch auch sehr viel alles auf eine Person und vielleicht ziehen wir unsere Stärke aus der Breite heraus, aus dem Mannschaftsrat. Dann bist du jetzt wieder genau da, wo wir, wenn es heißt die Mannschaft, da gibt es keine einzelnen Spieler, das ist dann die Mannschaft. Frag doch mal heute erfolgreiche agile Coaches, das kannst du nicht mehr nur auf eine Person machen. Ja, ist das eigentlich so ein Mitbringsel unserer Zeit, dass jetzt Ernährung ganz wichtig ist, Statistiken ganz wichtig sind, Laufkilometer, also das alles bemessen und reflektiert. Tour de France an. Die sehen ja auch alle nur noch Schema F und perfekt aus. Ich glaube, das ist so, ja. Ist so. Du siehst gewisse Spielertypen, und das muss man auch sagen, da passt Buchtmann eben auch nicht mehr rein. Ja, der hat schon lange nicht mehr reingepasst. Oder auch Knoll. Du kannst dir das nicht erlauben, dann zu sagen, ich bin ein super Talent und du musst in diesem Fußballsystem eben, da sind wir wieder da, performen. Wir sind bei einer Performance-Gesellschaft, ein Performance-Kader und auch die Leute, die dort sind, die werden alle performen und schlussendlich muss auch Bornemann performen, Oke muss jetzt performen, es ist kein Ehrenamt mehr und das ist alles auf Erfolg gestrickt, was wir da jetzt haben. Das hört sich, wieso gucken wir eigentlich auf so überall Baustellen und überall irgendwie, man nicht einfach sagen, ich meine, wie fühlst du dich jetzt als HSV-Fan eigentlich? Jetzt so, wo alle sagen, ja, wieso, die sind doch schon aufgestiegen, das ist so alles geil, geilste Mannschaft,
geilster Verein und so, wir machen, alle sagen, wir steigen auf, wir steigen jetzt auch auf, ja, das ist natürlich toll, wir haben ganz tolle Truppe. Die müssen doch eigentlich eine viel größere Gefahr bergen als jeder andere Verein, weil schon die sind schon aufgestiegen für alle. Ja, das ist auch das Problem für den HSV. Die können sich eigentlich nur selber schlagen wieder und da sind sie ja Meister drin. Und natürlich die finanzielle Situation beim HSV, die ist ja eine Katastrophe und das, wer weiß, was alles noch in der Saison jetzt passiert. Das ist ja der rote Faden. Ja? Also der Spielraum für den HSV ist gering und lass mal jetzt Tim Walter irgendwie scheitern. Gibt's, und dann die Unruhe im Verein mit den Gremien wieder, jetzt haben sie den zwischen Bold und den anderen kaufmännischen Leiter, da ist unheimlich viel Politik beim HSV drin und der HSV ist im Erfolg verdammt. Schöne Grüße an Olli. Also ihr hättet doch nach Typen gefragt und ich glaube, was uns im Moment noch fehlt und vielleicht kommt derjenige noch bis Ende September. Paul Breitner? Ist so ein Paul Breitner, so ein freier Radikaler. Wir hatten eigentlich immer Spieler, also wenn die Mannschaft erfolgreich war, hatten wir auch immer einen, der nicht in das Schema F passte. Und das von Dennis Naki über selbst Marmoush und vor allem Salazar und solche Leute passten da irgendwie rein. Die durften sich, du kannst die hatten quasi einen Freifahrtschein, weil sie einfach so kreativ waren. Die haben Chaos gestiftet. Das hat der Giré zum Teil auch perfekt machen können. Man darf auch nicht vergessen, dass Giré ja auch lange Anlaufzeit brauchte. Ein halbes Jahr, bevor dann... Ist das lange? Ich wollte auch gerade sagen, das war nicht lange. Ja, aber er war nicht von Anfang der Giré, den wir jetzt am Ende kannten. Das hat man nicht vergessen, wir waren mit Giré Tabellen 17. Ja, aber ich wollte auf was anderes hinaus. Ich wollte darauf hinaus, dass derjenige uns noch fehlt. Also einer, der halt ja, aber auch von seiner Persönlichkeitsstruktur einfach einen kleinen Hau hat. Und wenn alle erwarten, dass der nach rechts dribbelt, einfach zweimal nach links dribbelt. Ja, aber ich glaube, dass Bornemann genau das weiß. Deswegen macht er das ja auch. Weil das ist auch ein guter Sportdirektor. Und die werden sich dann auch gucken, was für talentierte Spieler kommen in der Bundesliga nicht zu Rande. Ich weiß schon, die Winterpause wird wieder so werden. Die werden wieder Leihspieler holen. Leihspieler und dann im Winter kriegt man immer nichts. Und dann Sommer, wir haben es im Sommer schon gesagt, aber nichts gemacht. Ja, aber Leihspieler wie Salazar, Leihspieler wie Marmoush, danke, her damit. Da habe ich kein Problem mit. Nee, ich auch nicht. So, und ich glaube, das fehlt uns auch noch. Ja, ich glaube, genau da werden die auch schon noch halten. Ja. Das glaube ich schon. Und natürlich dauert das natürlich, weil die kriegst du natürlich erst, wenn die Bundesliga-Saison gestartet ist. Und wenn die Bundesligisten sagen, okay, das ist jetzt unser Kader und diesen Teil der Spieler, die sind zwar okay und talentiert, aber die werden wir nicht einsetzen. Wo können wir die unterbringen? Und dann, glaube ich, werden wir schon ein, zwei Transfers noch erleben. Dann kriegen wir Giré zurück. Habe ich dich gefragt eigentlich mit unserer Geschichte, als Giré hier mit Freiburg in Verbindung war, ich dachte, okay, vielleicht kann man so einen geilen Deal machen, dass man sagt, okay, wir kriegen dafür einen abgelegten Stürmer. Und dann habe ich so gesagt, so ein Petersen wäre natürlich geil. Ja, gerade also so ein Typ. Aber gerade Petersen war wieder Story, der bleibt bei Freiburg. Der vor allem, das ist ja ein mega Knipser. Bayern München, also ich meine, aber das wäre natürlich mal so ein Kracher, wie ich mir ihn vorstellen würde, wo ich sagen würde, wow, warten gelohnt. Ja, aber ich glaube, wir werden schon, ich würde mal sogar jetzt halten, wir fest zwei, drei Transfers noch erleben bis September. Und es geht mir gar nicht um die Summe. Doch, aber das werden Spieler sein, die mit hohem Potenzial, das werden Leihspieler. Was denn? Hohes Potenzial, ich kann es nicht mehr hören. Ja, aber du wirst jetzt eben nicht Petersen kriegen, du wirst keinen alten Spieler kriegen, das war Burgstall eine Ausnahme. Und du wirst aber eben Marmoush kriegen, du wirst Salazar kriegen. Und vielleicht Leute, die so Leute wirst du kriegen. Und vielleicht also performen sie. Küsser, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Hauptsache, sie sind ein bisschen verrückt. Also sie müssen ein bisschen verrückt sein. Salazar war ja verrückt. Der war ja nicht ganz dicht. Wenn ich schon seine Körperhaltung sehe, dann würde ich als Verteidiger schon sagen, was macht er jetzt? Was will er jetzt? Und dann irgendwie spielt er mir Knoten in die Beine die ganze Zeit. Gut, er kommt vielleicht auch in 8 von 9 Fällen also weiter, aber in 9 und 10 nehmen wir da rein. Ich würde mir einen tollen Transfer wünschen. Wir würden Max Kruse holen und Max Kruse braucht uns gar nicht so trainieren. Der trainiert nur, wenn er Bock hat. Und das ist der Deal und dann spielt er bei uns. Da hätte ich auch Bock drauf. Und da wird Max Kruse kommen. Und der wird dann, sagen wir mal, Nico Kovac, fuck you, ich habe keinen Bock mehr Wolfsburg, ich habe genug Kohle gemacht. Ich gehe zu St. Pauli, bin den ganzen Tag in der Shisha-Bar und abends gehe ich. Der wird das so machen, ich bin ja auf Abruf in Katar noch mit dabei und ich gehe mal davon aus, dass ich in Katar spielen werde. Ja. Und ich halte mich jetzt in der zweiten Liga fit so lange. Ja. Das so ein Spieler wie Kruse, das wäre top. Erfahrung plus Loco, verrückt, das und vor allen Dingen auch ein bisschen Provokation für unsere gesittete Fanschaft, finde ich gut. Ja, und auch den Gegner, ne? Also die kriegen doch, also die fangen doch schon an, in ihre Windeln zu pupsen, wenn er
irgendwie auf dem Platz auftaucht. Ja. Ach ja, da hätte ich auch Bock also drauf. Also wieder, ich finde... Max Kruse. Und, aber das ist unser Überraschungstransfer. Ja, kann ja sein sogar, dass er wirklich sagt, wisst ihr was, ich habe da keinen Bock mehr, das ist mir zu stressig, die Bundesliga. Der muss ja da performen. Und ehrlich gesagt, Niko Kovac hat ja gesagt, ja, Kruse bleibt jetzt bei uns, erzählt auf ihn. Aber ehrlich gesagt, so wie Kruse hat ja keinen Bock, sich da irgendwie da disziplinieren zu lassen. Das finde ich jetzt gar nicht so abwegig. Aber die Frage ist natürlich, ob jetzt Bornemann und Schulle Bock haben auf Kruse. Ja, so eine finanzielle. Nein, wir sind ja in derselben Chatgruppe, ne? Also zumindest Schulle und Kruse sind in derselben WhatsApp-Chatgruppe. Genau. Wahrscheinlich sagt Kruse, ja, aber nur, wenn Bartels auch kommt. Ja, genau. Ja, Bartels muss auch noch kommen. Ich meine, das Kongeniale, obwohl da haben wir ja keine Probleme hier. Unser neuer Flankengott, wie heißt er noch hier? Der vorne Bukake, Buku? Nee. Bukalfa. Bubu. Bukalfa. Bukalfa. Buki. Auf der linken Seite Pakarada, auf der rechten Seite Buki. Paki und Buki. Ich glaube tatsächlich, dass wir brauchen dann vielleicht auch tatsächlich noch hier so jemanden, der 2,1 Meter groß ist und einfach nur die Stirn einnicken muss. Wo haben wir, Maki, wo kriegen Maki. Wir so jemanden los her? Ich habe gehört, auf dem Markt ist so einer, so ein verrückter Däne. Ja. Oh, das ist einfach... Ich meine, da kauft der Mann, also irgendwie kann man das auch nicht verstehen, da kauft der Mann einen zweiten Flankengott und Gott Pakarada ist schon der sozusagen der Manfred Keils mit Zöpfchen. Aber es ist eine schöne Vorstellung, dass eine Flanke auf die andere Seite geht und die gleiche Flanke wieder zurückgeht auf die andere Seite. Ja, und immer über den 16er. Ja, dann wird es immer kürzer, dann rennen sie beide mit dem Ball zusammen sich gegenseitig zu flankend ins Tor. Ja, aber den gibt es doch, den Abnehmer dafür. Es wird Matanovic sein. Matanovic ist der Kopfballgott. Pass mal auf, diese Saison. 15 Tore. Kopfball. Oder Medic. Standard Medic. Ich glaube, ich habe doch gesagt, Medic wird unser... Standard. Oh, wer macht die meisten Tore beim FC St. Pauli? Matanovic. 15 Tore. Boah. Ich sage Eggestein. Ich würde auch gerne Eggestein sagen. Würde ich auch gerne. Tatsächlich, aber... Ich glaube, zu der Innenverteidiger-Thematik, weißt du, was ich glaube? Ich glaube tatsächlich... Die haben ja also Nemeth auch geholt, weil er auch einen Torriecher hat. Der war ja früher auch anscheinend Stürmer oder offensiv sozusagen. Und ich glaube, dass dieser Faktor extrem wichtig sein wird, dass jetzt auch mal die Innenverteidiger bei Standards mal ein Tor köpfen müssen oder mal mehrere sozusagen. Oder dass einfach Sachen funktionieren müssen, dass du halt wirklich mal Standards umsetzen kannst oder sowas. Das war wenig letzte Saison, ne? Ja, haben wir auch nicht nötig gehabt, weil wir einfach so spielerisch so viel kreiert haben. Ja, ja, stimmt. Das klingt gut. Was macht Lasse Subic eigentlich? Der ist in die Schweiz wieder gegangen, ne? Der ist nicht in die Schweiz, sondern nach Südafrika, glaube ich. Oder Südafrika. So. Ich glaube nach Südafrika, ja. Cool. Selbe Zeitzone. Der macht jetzt Persönlichkeitsentwicklung in Südafrika. Auch gut. Nur Security in irgendeinem... Gut. In irgendeiner Hood. Hood. So, jetzt noch schnell eure Tipps für Samstag. Und dann können wir auch auflegen. 2-1 für Nürnberg. 3-3. Oh, das sind schöne Tipps. Oder ja, 2-1 für Nürnberg. Dann sage ich 3-1 für St. Pauli. Ja, Einsatz? Ja. Mach ich auch. Dicke Backe und nix. Dicke Backe. Ein Motorblock. Was? Ich setze einen Motorblock. Einmal das Kicker-Sonderheft. Einmal das Kicker-Sonderheft. Okay, dann biete ich einmal eine Rolle Gafferband. Gafferband? Für den Motorblock und für also, muss man sagen, liebe Leute, kauft euch das Kicker-Sonderheft nicht. Ich habe es mal gerade durchgeblättert. Also diese Mannschaftsfotos sind einfach erbärmlich. Es gibt du sollst das Kicker-Sonderheft nicht kaufen für die Mannschaftsfotos, sondern für die Stecktabelle. Ich schon, es gibt mehr. Kauft euch das Kicker-Sonderheft und nutzt die Stecktabelle. Natürlich die der zweiten Liga, logischerweise. Ja. Oder dritten Liga für dich, Markus. Also ich muss echt sagen, also es gibt mehr Betreuer, dann so ganz schreckliche Photoshop-Animationen, die sie da am Computer zusammen gemacht haben. Du sollst dir nicht die Bilder angucken, du sollst dir die Zahlen angucken und die Statistiken. Und dann dieser völlig überflüssige Club da aus Leipzig in Jubelpose, das ist ja unangenehm. Also ich weiß nicht, also das ist nicht mehr mein Kicker. Ah, hier ist Lothar Matthäus, Interwetten, das ist mein Kicker. Aber, hier, Seite 58, da ist er. Zweimal zweistellig. Daniel Kufi-Schiré schaffte für St. Pauli in der Vorsaison 12 Tore und 10 Assists. Ach,
zieh uns nicht wieder runter. Wir waren gerade auf so einem guten Weg. Ich habe gerade gedacht, jetzt noch, und wenn jetzt noch ein Typ kommt, ne? So wie Thierry. So ein Typ, der auch nur so ein Typ ist, ne? Wir können ja mal hier, können ja mal gucken nachher in den Kadern der Mannschaft. Also Hausaufgabe zum nächsten Mal, guckt auf der Ersatzbank der Bundesligisten, wen ihr da als Typ abgreifen könnt, der in unser Beuteschema passt. Genau. Das ist doch mal eine schöne Aufgabe. Genau. Ja, jetzt guck mal hier. Und schreibt es uns in die Kommentare. Mario Götze, aber der hat ja schon in Frankfurt unterschrieben. Naja, aber wenn er nicht performt, könnte er auch zu uns kommen. Das stimmt. Tut er bestimmt auch. Aber so, das sind so Kader wie Wolfsburg, ne? Die haben ja ein totales, guck mal hier, wie viel Kader. Also wenn es ein Mannschaftsfoto gibt, dann ist das Wolfsburg. Guck mal, die haben so viele Spieler, die müssen abgeben. Guck dir mal Stuttgart an mit irgendwie Kader von 35 Leuten oder so. Der Marmoush ist ja immer noch bei Wolfsburg im Kader. Ja, ne? Logisch. Der bricht dieses Jahr durch. Wohin auch immer. In der Mitte? In Blinder. Ach du Schande. Das ist ja schon so eine Sache Stadion, hier. Das ganze Stadion. Okay. Ja, drückt die Daumen, wir drücken auch. Jo, wir drücken. Wir haben schon Überlänge, 1 Minute 34, 1 Stunde 34. Tschüss. Pauli Pop.